Einen wunderschönen guten Abend, liebe Frau Staatsministerin, liebe Panelisten und natürlich auch an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Herzlich willkommen zu unserem Digital Leaders Roundtable zur Agrarwirtschaft der Zukunft. Eine Kooperationsveranstaltung zwischen dem Bitkom und der Hessischen Landesvertretung, aus der wir heute live zugeschaltet sind. Was ist der aktuelle Stand bei der Digitalisierung in der Agrarwirtschaft? Wie können wir mithilfe von Digital Tools tatsächlich unsere Ziele erreichen? Und wie können wir Versorgungssicherheit gewährleisten und den Sektor resilienter machen? Das und mehr wollen wir heute Abend diskutieren. Mein Name ist Sabrina Caroli. Ich bin Bereichsleiterin für die europäische Digitalpolitik beim Bitkom und freue mich herzlich, Sie hier heute Abend durch das spannende Abendprogramm und durch die Panel-Diskussion führen zu dürfen. Und gleich zu Beginn ist es natürlich meine besondere Ehre, für die Begrüßung das Wort an den hessischen Europastaatssekretär Uwe Becker zu geben, der uns via einer Videobotschaft zugeschaltet ist. Er ist seit Februar 2022 hessischer europäischer Staatssekretär und wird das heutige Abendprogramm jetzt offiziell starten. Herzlich willkommen, Herr Staatssekretär Becker. Wir freuen uns auf Ihre Begrüßungsworte. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Linz, sehr geehrter Herr Pinto Antunes, sehr geehrter Herr Feldkamp, Herr Migende, Herr Schmal, liebe Kolleginnen, Ministerinnen, Frau Professor Sinemus, liebe Frau Hinz, meine Damen, meine Herren. Ich freue mich, Sie zum dritten Digital Leaders Roundtable hier in der Hessischen Landesvertretung in Brüssel virtuell begrüßen zu dürfen zu einem wichtigen und vor allem, wie ich meine, auch sehr spannenden Thema. Die Digitalisierung der Landwirtschaft aus europäischer Perspektive. Tracking im Kuhstall, die Schädlingsbekämpfung per App oder auch die Ernte mit Robotern. Die Digitalisierung ist längst in der Landwirtschaft breit und intensiv angekommen. Der heutige Roundtable befasst sich mit dem Thema, das eindrucksvoll zeigt, wie umfassend sich die Digitalisierung inzwischen auf die Landwirtschaft insgesamt auswirkt. Und auch die hessischen Landwirtinnen und Landwirte nutzen die Digitalisierung längst in einer Vielzahl ihrer Aufgaben und Tätigkeiten. Und das Potenzial liegt auf der Hand, wenn wir uns anschauen, dass in Hessen alleine über 16.000 landwirtschaftliche Betriebe vorhanden sind und die eine Fläche von 40% der Fläche unseres Landes auch bewirtschaften und einen Beitrag von rund 2 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung aufbringen. Die digitale Transformation in der Landwirtschaft ist ein europäisches Thema, denn viele der Regelungen, die die Grundlagen des Einsatzes der Technologien bilden, von der Frage des Rechtsrahmens künstlicher Intelligenz, des Datenschutzes, aber auch des Aufbaus eines Satelliten-Internets, das sind aktuelle Themen, die in der EU im Augenblick auf der Ebene verhandelt werden. Und Hessen bringt sich aktiv in Brüssel auf europäischer Ebene ein. Dieses Engagement ist für uns nicht nur Selbstzweck, sondern unsere Überzeugung, dass es wichtig ist, hier gerade auch an vorderster Front mit Innovation und Einsatz dabei zu sein. Über 2/3 der politischen Entscheidungen, die das tägliche Leben der Menschen auch in Hessen berühren, finden inzwischen ihren Ausgang in Brüssel. Und umso wichtiger ist eine Präsenz dort und vor allem auch das Engagement an vorderster Stelle. Wir haben das heute deutlich in der Frage auch der Aktivitäten der Landwirtschaft, aber natürlich gilt das für viele andere Bereiche auch und gerade eben auch für die EU-Agrarpolitik und den digitalen Wandel. Meine Damen, meine Herren, der Krieg in der Ukraine macht auch natürlich vor der Landwirtschaft nicht Halt und schon heute hören wir Warnungen vor Engpässen bei Weizenlieferungen aus der Ukraine, die auch sanktionsbedingt auch aus Russland nicht kommen können und damit Versorgungslücken in der Europäischen Union aufreißen könnten. Doch was ist gerade aber auch mit Ländern wie in Afrika, die kaum die Möglichkeit haben, sich anderweitig und sonst versorgen zu können? In vielen anderen Teilen der Welt finden diese Auswirkungen noch deutlicher ihren Niederschlag. Umso mehr sind die Themen auch der heimischen Produktion, der Sicherstellung im Zeitalter der Digitalisierung von ganz besonderer Bedeutung und umso wichtiger ist die Diskussion heute mit Ihnen. Und daher wünsche ich Ihnen und uns allen damit eine spannende Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Becker, für diese motivierenden Eröffnungsworte. Die Digitalisierung der Agrarwirtschaft als europäisches Thema zu begreifen, das wird auch uns heute Abend begleiten. Auch Staatssekretär Oliver Konz ist uns nun für ein Grußwort zugeschaltet. Er ist seit 2019 Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Hiermit übergebe ich an ihn das Wort.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Auto spricht mit mir, meine Heizung weiß, wo ich bin. Wenn ich ins Restaurant gehe, komme ich dann nur noch rein, wenn ich mein Handy vorzeige und dort ist mein digitaler Impfpass eingespeichert. Digitalisierung ist allgegenwärtig, umgibt uns und sie macht auch nicht vorm Hoftor Halt. Deutsche Landwirte, Landwirte in Deutschland waren schon immer gezwungen und waren schon immer Vorreiter bei Spitzentechnologien. Das liegt an den hohen Produktionskosten, die wir haben, die Landwirte in Deutschland mehr als in anderen Ländern dazu zwingen, große Produktivitätsfortschritte zu erzielen. Und das hat Landwirtschaft immer toll gemacht. Die Digitalisierung wird diese Produktivitätsfortschritte in der Zukunft bringen. Das ist eine Riesenchance für die Landwirtschaft. Aber nicht nur aus Sicht der Produktivität und der Erträge, sondern auch für Klima und für Nachhaltigkeit und für die biologische Vielfalt gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten, die wir mit moderner Technik, digitaler Technik heute uns erschließen können. Wenn sich Verwaltung Gedanken um Digitalisierung macht, dann fängt sie an mit ihren eigenen Abläufen. Wir machen das, indem wir über das Online-Zugangsgesetz und die daraus resultierenden Aufgaben versuchen, unsere Verwaltungsabläufe, die zugegebenermaßen komplex sind und immer komplexer werden, diese digital bereitzustellen, damit Landwirte auf der anderen Seite und Landwirtinnen auf der anderen Seite eben auch digital mit uns kommunizieren können. Das haben wir jetzt schon angefangen, das läuft gut seit diesem Antragsjahr. Da haben wir noch großes Potenzial vor uns und das wird die Arbeit sehr erleichtern, denn Landwirtschaft findet heute sehr oft auch am Schreibtisch statt. Wir stellen darüber hinaus eine Fülle von bodenbezogenen Daten zur Verfügung und haben mit der Geobox zusammen mit anderen Bundesländern eine Infrastruktur geschaffen, wo wir schlagbezogen diese Daten zur Verfügung stellen können. Und wir haben in einem Projekt Deep Farming jetzt ausprobiert, wie weit können wir gehen mit Precision Farming, also mit Präzisionslandwirtschaft, wo wir wirklich Quadratmeter genau steuern können, welche Betriebsmittel wir einsetzen und so zum einen produktiver werden, zum anderen aber auch nachhaltiger werden. Sie sehen, Landwirtschaft und Digitalisierung bringt unglaublich viele Chancen mit sich. Wir wollen diese Chancen gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten heben. Wir freuen uns darauf, auf eine digitale Zukunft der Landwirtschaft. Es wird den Beruf des Landwirts außerordentlich attraktiv, auch für junge Menschen machen, die heute wie selbstverständlich mit dieser Technik arbeiten. Deswegen freue ich mich, dass Sie bei dieser Veranstaltung dabei sind und wünsche der Veranstaltung viel Erfolg. Vielen Dank. Auch Ihnen gilt mein herzlicher Dank, Staatssekretär Konz, für diese Begrüßungsworte. Treffend haben Sie gesagt, Digitalisierung bringt Produktionsfortschritte in der Landwirtschaft und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Sie haben auch erwähnt, dass Datennutzung oder Entbürokratisierung hier entscheidend sein kann und dass wir Chancen nutzen sollten. Wie diese Chancen aussehen sollen, spielt natürlich auch später in der Diskussion eine Rolle. Bevor wir allerdings jetzt natürlich mit dieser Panel-Diskussion fortfahren, ist es mir eine besondere Freude, dass wir heute Frau Staatsministerin Professor Dr. Sinemus hier haben und Niklas Feldkamp, die in einem Eröffnungsstatement noch einmal die Stoßrichtung für den heutigen Abend setzen werden. Beginnen werden wir jetzt mit Frau Staatsministerin Professor Dr. Sinemus. Sie ist seit 2019 Staatsministerin für die Digitalstrategie und Entwicklung und sie ist Gründerin der Genius GmbH, einer Fachagentur für die Wissenschaftskommunikation und hat auch unterschiedliche Lehrtätigkeiten interdisziplinär Themen an der TU Darmstadt inne gehabt. Also sie ist eine große Befürworterin für die Wissenschaft und für Innovation und wir freuen uns daher sehr über die Eröffnungsstatement, was sie hier jetzt halten wird. Damit würde ich Ihnen das Wort übergeben. Und hallo, liebe Damen und Herren, die hier ganz analog sind, aber auch all die, die uns zugeschaltet sind. Ich freue mich sehr, dass heute wir zumindest teilanalog hier diesen Digital Leaders Roundtable in Brüssel in unserer Landesvertretung machen dürfen. Und erst recht zu einem Thema, was mir schon immer sehr am Herzen lag. Warum? Wissen Sie, ich bin geboren in der Darmstadt, der Digitalstadt, die im Übrigen von Bitkom 2017 als die Digitalstadt ausgesucht wurde, die einzige Digitalstadt in Deutschland. Und wir werden wirklich immer digitaler. Also wenn meine 16-jährige Tochter nachts durch den Herrengarten einen eigentlich sehr dunklen,
ja, einen sehr dunklen Bereich läuft, dann haben wir dort Lichtsensoren, die dann das Licht anmachen, wenn sie drunter herläuft. Ich bin aber groß geworden und da gucke ich in Richtung Carsten Schmal, den wir nachher ja auch mit auf dem Podium haben werden, im ländlichen Raum, im Waldeckschen. Und habe dort meine Ferien damit verbracht, tatsächlich Heu zu machen oder Kühe zu melken, all das zu tun, was ein Landwirt braucht, um dann auch nachher Produzent von dem zu sein, was wir brauchen, nämlich ein Stück Lebensmittel. Und dann durfte ich in meiner Firmengeschichte erleben, wie diese Landwirtschaft, die ich als Mädchen noch sehr anfassend, sehr anpackend erlebt habe, zunehmend digitalisiert wurden. Und wir haben mit Herrn Migende jemand, der heute als Vertreter dabei war, diejenigen sind, die Digitalisierung hier wirklich in der Landwirtschaft mit vorangetrieben hat, die uns gezeigt hat, beispielsweise auf der Internationalen Grünen Woche, dass Landwirtschaft mehr ist als nur, ohne das negativ zu meinen, einen kleinen Betrieb zu handeln, sondern dass es sehr viel Technik ist, dass es sehr vorausschauend ist und dass es Wertschöpfungsketten optimieren ist durch Digitalisierung. Und diese Dinge zusammenzudenken, nämlich unser großes Innovationspotenzial im Bereich der Landwirtschaft, Pflanzen zu optimieren, Digitalisierung dort so einzusetzen, dass wir so wenig wie möglich an Ressource verbrauchen, Nachhaltigkeit im Bereich Agrar zu entwickeln, das ist ein Themenbereich, den wir heute streifen werden. Ein anderer Themenbereich neben der Innovation ist auch Agrarland zu sein. Und Deutschland zählt zu den 4 größten Lebensmittelproduzenten in der Europäischen Union und ist der 3. Agrarexporteur der Welt. Jedes Jahr produzieren wir rund 1 Million Menschen in Deutschland in rund 270.000 Landwirtschaftsbetrieben Waren im Wert von 50 Milliarden Euro. Und der Staatssekretär Uwe Becker, aber auch Oliver Konz haben es angesprochen, in Kriegszeiten wird dieser Beitrag umso wichtiger. Wenn die Ukraine als Kornkammer Europas ausfällt und die Preise für Öl, Weizen, Sojabohnen, Raps und Mais auf Rekordhöhe gestiegen sind. Gerade gestern Abend haben die EU-Agrarminister einen Notfallplan verabschiedet, um die Lebensmittelproduktion in der EU anzukurbeln. Im Kern soll die Bewirtschaftung von Brachflächen erlaubt werden, um nun vor allem Futterpflanzen wie Sojabohnen und auch Mais anzubauen. Bislang ist mehr als die Hälfte des Maises in der EU aus der Ukraine importiert worden. Wir sehen damit, dass hier Wertschöpfungsketten wichtig sind, in den Blick zu nehmen, aber auch, dass wir unser technisches Know-how, unsere Innovation in die Zukunft denken müssen. Und das müssen wir so tun, dass Landwirtschaft nachhaltig, aber auch digital gedacht wird. Und dass dem so ist, dafür stehen wir in Hessen. Dafür steht auch unsere Digitalstrategie. Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir eine Digitalstrategie Hessen, wo Zukunft zu Hause ist, so haben beraten können, dass alle meine Ressortkollegen gesagt haben, ja, das ist der Weg. Das ist unser Weg, um Hessen digital in die Zukunft zu entwickeln. Und ein wesentlicher Teil ist dort auch Landwirtschaft. Denn Landwirtschaft, gerade im ländlichen Raum, gilt es zu stärken. Und stärken können wir nur, indem wir in Themen und im Know-how besser werden, indem wir Innovationen einsetzen, Digitales nämlich. Und wir haben hier festgeschrieben, ich zitiere, wir werden die Landwirtschaft auf dem Weg zum Smart Farming unterstützen und neue Förderungen auflegen, um nachhaltige technologische Möglichkeiten für unsere landwirtschaftlichen Betriebe nutzbar zu machen. Die Digitalisierung in der Landwirtschaft soll umwelt- und klimaverträgliche Anbaumethoden unterstützen, das Tierwohl steigern, das Management optimieren und damit die heimische Landwirtschaft erhalten und in die Zukunft entwickeln. Wir treiben aber auch den Ausbau der digitalen Infrastruktur im ländlichen Raum voran. Denn wir wissen,
ohne eine gute digitale Infrastruktur kann ich auch die Innovation nicht nutzen. Ich kann nicht auf dem Traktor sitzen und sozusagen via GPS steuern und hier Pflanzenschutzmittel ganz digital und ressourcenschonend möglicherweise einsetzen. Ich kann nicht ohne einen 5G-Ausbau, der notwendige Voraussetzung ist, Präzisionslandwirtschaft und die Nutzung von KI in den Feldern in die Anwendung bringen. Und deswegen wollen wir hier einerseits Innovation voranbringen, andererseits Technik entwickeln, aber auch die digitale Infrastruktur gerade im ländlichen Raum weiter ausbauen. Denn für mich, die im ländlichen Raum groß geworden ist, ist Digitalisierung eine Riesenchance. Für mich ist der ländliche Raum der Ermöglichungsraum der Zukunft und dazu hilft uns Digitalisierung. Wir wollen die landwirtschaftlichen Betriebe dort mit mehr Arbeitsplätzen, mit mehr Know-how entwickeln, denn am Ende zählt für die Zukunft das, was wir zum Nutzen der Menschen entwickeln. Lebensmittel sind ein Teil unseres Lebens, wie der Name sagt. Und dass wir die produzieren können, nachhaltig produzieren können, dazu und dafür wollen wir unsere Digitalstrategie, digitales Hessen, wo Zukunft zu Hause ist, gerade im Smart Farming, in der Landwirtschaft, in der nachhaltigen Landwirtschaft so entwickeln, dass wir zukünftig Digitalisierung zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger für all die, die in Land und in Stadt leben, so entwickeln, dass wir hier teilhaben können an der Zukunft Hessens, an der Digitalisierung Hessens. Und darüber diskutieren wir heute. Und da freue ich mich drüber und erst recht darüber, dass wir ein Teil für ein starkes Europa heute in der hessischen Landesregierung sein dürfen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin. Also ich glaube, Sie haben mit Ihrer Rede hier absolut die Vorfreude auf den heutigen Abend geweckt. Sie haben mit der Digitalstrategie Hessens natürlich auch wichtige Aspekte, die 100%ig an der einen oder anderen Stelle heute auch noch mal erwähnt werden. Sie haben Innovation erwähnt, aber auch die digitale Infrastruktur. Wir sind gespannt, was im Laufe der Diskussion da noch erzählt wird. Jetzt ist uns natürlich auch noch live zugeschaltet unser zweites Eröffnungsstatement. Hier darf ich Niklas Feldkamp begrüßen. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung vom Bitkom und für die Bereiche Digitalisierung und Innovation zuständig. Niklas, wir freuen uns auch auf deinen Impuls und sind gespannt, wie die Agrarwirtschaft der Zukunft aussehen könnte und was wir dafür noch machen müssen. Sabrina, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Sinemus, sehr geehrter Herr Staatssekretär Becker. Ich muss mal kurz meinen Ton ausschalten, weil ich. Entschuldigung. So, jetzt starten wir nochmal. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Sinemus, sehr geehrter Herr Staatssekretär Becker, sehr geehrter Herr Staatssekretär Konz, sehr geehrter Herr Abgeordneter Linz, sehr geehrter Herr Antunes, liebe Panelisten, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Teilnehmerinnen, Teilnehmer vor Ort, aber eben auch virtuell. Es freut mich sehr und das kann ich wirklich im Namen des gesamten Bitkom sagen, dass wir dieses Thema hier heute gemeinsam in einer Veranstaltung aufgreifen. Frau Professor Sinemus, da auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an Sie und Ihr Team für die Initiative. Die Landwirtschaft findet sich unstrittig in einem Umbruch. Sie muss auf der einen Seite nachhaltiger werden, resilienter gegen die Folgen des Klimaschutzes. Die Ziele sind sehr ambitioniert. Bis 2030 sollen 50% weniger Pflanzenschutz, 20% weniger Düngemittel eingesetzt werden. Und gleichzeitig, und das zeigt eben auch dieser brutale, abscheuliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, welche Folgen das hat und wie wichtig eben die Landwirtschaft für unsere Ernährung ist. Sie haben das gerade gesagt, Lebensmittel. Manchmal muss man vor Augen geführt bekommen, welche Auswirkungen es hat, wenn Landwirte, in dem Fall in der Ukraine, nicht ihre Felder bestellen können, nicht den Weizen und viele andere Agrarprodukte exportieren können. Das heißt, der Krieg führt uns, glaube ich, schon nochmal sehr deutlich vor Augen, wie wichtig die Bedeutung der Landwirtschaft ist und wie wichtig es ist eben, dass wir uns in Europa, wobei ich die Ukraine ganz klar dazu zählen würde, aber eben, dass wir es schaffen, uns auch selbst ernähren zu können. Ernährungssicherheit, Produktion hochwertiger Lebensmittel, das sind die Hauptaufgaben der Landwirtschaft. Und dabei, und das ist das, was wir heute Abend diskutieren wollen, kommt natürlich der Digitalisierung eine Schlüsselrolle zu. Sie kann Ökonomie und Ökologie in der Landwirtschaft vereinen. Wir haben Beispiele gehört, intelligente Sensoren, intelligente Software,
die Unkräuter von Nutzpflanzen automatisch unterscheiden können, Pflanzenschutzmittel, die präziser aufgebracht werden können, satellitengestützte Anbauverfahren, die es ermöglichen, die Düngemenge optimal zu bestimmen, bedarfsgerecht auf dem Feld einzusetzen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten und ich finde es schön, dass wir in allen Statements bisher diese Chancen eben rausgehört haben. Landwirtinnen und Landwirte, und da spreche ich selber auch als jemand, der auf dem Land groß geworden ist, zwar nicht in der gleichen Region wie Sie, Frau Staatsministerin, sondern am Niederrhein, aber eben, ich sag mal, ich kenne die Landwirtschaft nicht nur aus den Kinderbüchern meiner Tochter, mit dem doch etwas immer nicht ganz so aktuellen Bild, was da auf die Landwirtschaft geworfen wird. Landwirte sind immer schon sehr innovativ gewesen. Das merken wir auch bei digitalen Anwendungen, stehen diesem Einsatz sehr offen gegenüber. Bereits die Hälfte der Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland setzen zum Beispiel GPS-gesteuerte Landmaschinen ein. Knapp ein Drittel bringt bereits Pflanzenschutz- und Düngemittel teilflächenspezifisch aus. Smart Farming bedeutet nicht immer nur, so wie es früher häufig war, größere, teurere Landmaschinen. Es gibt eine große Bandbreite an digitalen Lösungen und gerade Softwareanwendungen, Prognosemodelle, Entscheidungstools ermöglichen es eben auch den kleineren, größeren, aber auch mittleren Betrieben eben die Ackerflächen zu analysieren, am Ende die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie sind so gesehen eine Basis für die digitale Bewirtschaftung und deshalb, Sie haben verschiedene Teile gerade angesprochen, freut mich aber ganz besonders, dass das Land Hessen seit 2021 auch Investitionen in Agrarsoftware fördert. Das ist ein wichtiger Schritt. Die Hebelwirkung ist natürlich dann, das gilt bei der digitalen Entwicklung sehr häufig, dann besonders groß, wenn man sie strategisch und flächendeckend einsetzt. Und deshalb vielleicht noch ein, zwei Gedanken für die gemeinsame Diskussion. Das erste geht in die Richtung von Förderinstrumenten, ein Wunsch nach Anpassung, Precision Farming-Anwendungen, die auf Nachhaltigkeitsziele einzahlen sollten, wenn Sie uns fragen, auch im Rahmen der Eco-Schemes gefördert werden. Dazu zählen etwa smarte Softwareanwendungen und digitale Dienstleistungen. Das Zweite, Landwirtinnen und Landwirte sind innovativ, stehen dem Ganzen sehr offen gegenüber. Trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, die digitalen Themen der landwirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung zu stärken, um da noch ein breiteres Verständnis zu schaffen und dann eben auch zu helfen bei der Auswahl der entsprechenden digitalen Tools. Und das Dritte, haben wir auch schon an unterschiedlichen Stellen gehört, sind natürlich die Rahmenbedingungen, wo man sich einfach eine gewisse Einheitlichkeit wünscht. Wir kennen das alle, 16 Bundesländer und die Bundesebene und wir sprechen heute über die europäischen Themen. Da gibt es dann auch nochmal 27 Meinungen und Einschätzungen. Wir müssen aufpassen, dass wir den Rollout und verschiedene Innovations- und Skalierungsprozesse nicht verlangsamen, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Das gilt für Datenformate, für Schnittstellen, für Bodenwerte, für die Bodengesundheit und Ähnliches, um eben diese Systeme, Lösungen und Co. dann wirklich verbinden und ausrollen zu können. Diese zwei, drei Gedanken, dabei will ich es belassen. Als Bitkom ist uns das Thema ein Herzensthema. Ich darf vielleicht einen ganz kurzen Werbeblock machen. Am 17. Mai veranstalten wir unsere Digital Farming Conference in Berlin. Sollte der ein oder andere von Ihnen zugegen sein oder es mit einer Dienstreise nach Berlin verbinden können, eine ganz herzliche Einladung. Jetzt freue ich mich aber vor allem auf die Diskussion. Ich wünsche uns allen einen interessanten, erkenntnisreichen Abend. Ganz herzlichen Dank an die Landesvertretung, ans Land Hessen für die Kooperation heute Abend. Dankeschön. Ja, einen herzlichen Dank auch an dich, Niklas, für die Eröffnungsworte. An einem Strang ziehen, ich glaube, besser hätte man das auch tatsächlich auch wieder nicht sagen können. Und du hast auch wichtige Aspekte genannt, die wir jetzt auch in der Diskussion tatsächlich, die jetzt starten wird, auch diskutieren werden. Niklas Feldkamp wird uns jetzt in die Diskussion zwar nicht begleiten, aber wir haben die Ehre, dass Frau Staatsministerin Prof. Dr. Sinemus hier ist. Und sie wird auch hier bleiben und sie wird fleißig mit uns diskutieren. Bevor ich allerdings die anderen Panelisten auf das Podium bitte, möchte ich noch zwei, drei Hinweise geben, organisatorischer wie technischer Art. Und zwar wird die Diskussion ein wenig zwischen dem Englischen und Deutschen springen. Aber keine Sorge, wir haben für die Dolmetschung gesorgt. Das wird also simultan übersetzt. Das dürfte also nichts an wichtigen Diskussionsinhalten verloren gehen.
Wir werden die erste Stunde damit verbringen, tatsächlich hier mit dem Panel zu diskutieren, haben aber am Ende noch genügend Zeit eingeplant, falls die Fragen aus dem Publikum kommen sollten. Also Sie sind herzlich eingeladen, auch kritisch hier sich auch äußern zu können, uns mit Fragen quasi zu beehren. Und ich würde Sie darum bitten, dass Sie bitte die E-Mail-Adresse, die unten eingeblendet wird, sowie die Hotline dafür nutzen würden, diese Fragen auch uns zu stellen, auch für das Publikum, was hier heute in Präsenz da ist. Und jetzt möchte ich Sie eigentlich gar nicht länger hinhalten und direkt mit der Podiumsdiskussion anfangen. Wir haben hier heute spannende Gäste, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Wir haben, wie gesagt, ungefähr 60 Minuten, in denen wir die intensiven Diskussionen hier auf dem Podium haben, bevor wir in die Q&A übergehen werden. Und ich würde nochmal herzlich willkommen natürlich an Sie, Frau Staatsministerin, sagen und dann auch gleich loslegen. Als erstes möchte ich gern Mr. Antunes begrüßen. Mr. Antunes. You can come here. Yeah, it's perfect. It's also my pleasure to welcome you here. He is a member of the cabinet of Commissioner Wojciechowski. I hope I pronounced that pretty well, in the European Commission. He is in charge of the European Green Deal, smart villages, and many more topics. He has a broad and extensive experience spanning like from different DGs, like the Environment Director General, the Health Directorate General, where he was also the leader of a team in charge for strategy. And he has an academic degree in international relations, environment and development from Menhu University and Cambridge University. A warm welcome to you, Mr. Antunes. Weitermachen möchte ich gerne mit dem Herr Europaabgeordneten Norbert Linz. Auch Sie darf ich herzlich hier auf der Bühne begrüßen, und zwar zu meiner rechten Seite. Er ist Mitglied in der CDU und seit 2014 auch Mitglied des Europäischen Parlaments und seit 2019 Vorsitzender des Agrarausschusses und erst kürzlich auch wieder bestätigt worden. Also herzlich willkommen, dass auch Sie heute hier dabei sind, um mit uns zu diskutieren. Nachdem wir natürlich die politische Seite jetzt perfekt abgedeckt haben mit der Europäischen Kommission, mit dem Europaparlament und mit unserer Staatsministerin, die wir hier haben, heute begrüßen dürfen, möchte ich gerne jetzt weitermachen mit Herrn Mingende. Auch Sie darf ich hier gerne begrüßen. Sie dürfen ganz links Platz nehmen. Er arbeitet seit 1998 bei der BayWa AG, einem führenden europäischen Handels- und Dienstleistungskonzern in den Geschäftsbereichen Agrar, Bau, Energie und mit Sitz in München. Er hat also heute auch eine weitere Anreise gehabt. Er hat zahlreiche Führungspositionen dort inne gehabt und ist seit 2015 dafür verantwortlich gewesen, die Sparte des Digital Farming aufzubauen. Und seit 2018 leitet er auch das Agrargeschäft der BayWa in Deutschland. Er studierte Agrarwissenschaft an der TU München, wo er auch nach wie vor sein Wissen quasi mit der jungen Generation teilt. Also auch an Sie herzlich willkommen, Herr Mingendes, dass Sie heute mit dabei sind. Und last but not least haben wir natürlich auch noch Herrn Carsten Schmal hier heute da. Er ist seit 2015 Präsident des Hessischen Bauernverbandes. Nach seiner Ausbildung zum Agrartechniker hat er an der Fachhochschule ein Studium zum Agraringenieur absolviert und seit den 90er Jahren tatsächlich auch den Futterbetrieb der Familie übernommen und auch mit einer beachtlichen Größe. Und seit 2016 ist er auch Vorsitzender des Fachausschusses Milch des Deutschen Bauernverbandes. Also herzlich willkommen auch an Sie, Herr Schmal. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Und wie bereits zu Beginn erwähnt, es dreht sich heute die Podiumsdiskussion generell komplett um die Zukunft der Agrarwirtschaft und wie wir Digitalisierung als stützendes Instrument zur Verwirklichung zahlreicher ambitionierten Zielen, aber auch der aktuellen Herausforderungen nutzen können. Bevor wir allerdings näher auf den aktuellen Status quo, die Herausforderungen und sowieso auch die Chancen mit einem gewissen Zukunftsausblick näher eingehen werden, würde mich zunächst einmal Folgendes interessieren, und da würde ich Sie bitten, Frage ist an alle gerichtet, diese auch relativ schön kurz und knackig zu beantworten. Und zwar, wenn Sie an die Digitalisierung in der Agrarwirtschaft denken, gibt es da eine innovative Technologie, die Sie bislang am meisten beeindruckt hat? Und beginnen würde ich vielleicht da mit der Frau Staatsministerin.
Ich habe letztes Jahr einen Versuchsbetrieb in Geisenheim besucht. Und da gab es eine Drohne, die ungefähr doppelt so groß ist wie der Bereich, wo wir hier sitzen. Und diese Drohne, die hat tatsächlich überflogen die Weinreben und hat dreierlei festgestellt. Erstens mal, wo gibt es Reben, die möglicherweise befallen sind, Schädlingsbefall. Zweitens mal, hat schon konnektivitiert mit sozusagen den Satelliten und hat geschaut, wie es in anderen Ländern aussieht. Und drittens mal, hatte die Spritzdüsen, wo sie dann ganz präzise, Precision Farming, auch dann Pflanzenschutzmittel hat nachher spritzen lassen. Diese Kombination fand ich beeindruckend, ein Wunderwerk der Technik. Und ich hoffe, dass wir solche und ähnliche Dinge auch in Zukunft dann zur Landwirtschaftsbewirtschaftung nachhaltig nutzen können. Vielen Dank. Mr. Antunes, I give you the word now. Thank you and greetings. Thanks for the invitation. Thank you for the invitation and very welcome to have this discussion. I actually never like a lot to talk about technologies because I think this is one part only of the debate. I think what will be important for us in terms of this agenda will actually be all the conversation that we will need to have in terms of having more value in whatever we are doing, because this is what's innovation. It's not the technology in itself, but it's also a lot of the things around the technologies and how we use the technologies. And for me, this is one of the key parts of our discussions that I guess we will have to have as part of our debate. But if I had to choose one technology, I guess I was particularly interested or curious with one specific technology that one time was presented to me by a company in Denmark for in this case, where they actually were able to track the methane emissions from the livestock in their farms. And I thought this was an interesting technology because a lot of the times we talk about in terms of less inputs, namely in terms of pesticides, for instance, but also nutrients, but it can go a little bit beyond this. So I was very much impressed by this technology which they had, which was also part of an app that a farmer could have that could track and basically measure how much their livestock could emit in terms of methane. Thank you. Herr Linz, wollen Sie vielleicht weitermachen? Ja, bei mir war es eigentlich auch ähnlich wie bei Frau Professor Sinimus, eine Maschine, die im Endeffekt den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert. Wir kennen das ja von Aschenbrödel, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen, also eine Maschine, die dann das Unkraut rauszieht aus dem Boden, aber natürlich die Pflanzen drin lässt, die wachsen sollen. Also das hat mich sehr beeindruckt, wie man sozusagen da dann im Endeffekt auch Pflanzenschutz enorm einsparen kann. Ja, vielen Dank auch hier. Jetzt wende ich meinen Blick zu meiner linken Seite. Herr Schmal, möchten Sie weitermachen? Ja, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute Abend hier sein darf. Die modernen Techniken in der Außenwirtschaft sind zum Teil schon beschrieben worden und Sie haben es angesprochen. Ich bin ja der, der hier sitzt, auch als Praktiker und der beim Deutschen Bauernverband auch die Rinderhaltung und die Milch vertritt. Ja, und dann will ich mal aus dem Bereich berichten, was mich am meisten beeindruckt hat in den letzten Jahren. Wir haben auch auf unserem Betrieb, Sie haben es angesprochen, in Nordhessen mittlerweile gut 200 Milchkühe und wir haben vor 2 Jahren begonnen, das Ganze von normaler Melkstandtechnik auf Robotertechnik umzustellen. Wir haben das lange diskutiert und intensiv in der Familie. Der Junior war dafür, der Vater musste erst überzeugt werden. Ich habe denen gesagt, okay, man muss der Jugend die Freiheit geben, mach. Und wir melken dort auf der einen Seite seit 2 Jahren mit einem Melkrobotersystem. Dort werden die Laufflächen mit Roboter abgeschoben, dort wird das Futter mit Roboter angeschoben. Und für mich war das Faszinierende, dass nach wenigen Tagen ja die Tiere mit dieser Technik umgehen, wie das funktioniert, was Technik alles kann und ganz abgesehen davon, welche Datenmengen man dort bekommt. Aber ich finde faszinierend, wie man Tierwohl schaffen kann mit so einer Technik, die alle Möglichkeiten gibt. Und wir sind so überzeugt davon, dass wir gestern die nächsten 2 Melkroboter installiert haben. Also wir stellen jetzt komplett auf Robotertechnik um,
weil ich denke, das hat ganz viel gebracht im Bereich Tierwohl, ganz viel gebracht im Bereich Ruhe in der Herde. Ich kann vielleicht nachher noch was dazu sagen. Also das fand ich im Bereich der Tierhaltung faszinierend. Ja. Sie werden definitiv die Gelegenheit bekommen, da noch mal ausführlicher zu sein. Also ich glaube, dieser Melkroboter, der hat mich auch sehr fasziniert. Mhm. Es ist bemerkenswert, wo tatsächlich in der Agrarwirtschaft die Digitalisierung und die innovativen Technologien schon hingehen. Herr Mingende, was würden Sie denn, was ist denn Ihre Lieblingstechnologie? Also erstmal auch herzlichen Dank für die Einladung. Schön, wieder mal hier zu sein, dabei zu sein. Ja, was mich am meisten fasziniert hat, als ich vor Jahren begriff, wie die Landmaschine der Zukunft ausschaut. Das ist nämlich Ariane-Raketen, die Sentinel-Satelliten ins All befördern. Und für mich ist eigentlich die wichtigste Technologie die teilflächenspezifische Bewirtschaftung, Düngung, Aussaat, Bewässerung auf der Basis des Copernicus-Satellitenprogramms und guter KI-Algorithmen, weil die funktioniert auf den Höfen, sie ist bezahlbar und sie hat einen riesen positiven Impact auf die Umwelt, Nitrat im Grundwasser, Emittierung von Treibhausgasen und gleichzeitig hohe Produktivität sicherstellen. Aber da kommen wir später sicherlich nochmal dazu. Ja, Sie haben jetzt so einige Technologien genannt und ich würde sagen, das sieht ja eigentlich jetzt erstmal ganz gut aus in der Landwirtschaft. Also das würde man vielleicht nicht unbedingt erwarten, aber es ist ja schon ein guter Fortschritt. Wir haben da viele Bereiche, die abgedeckt sind und jetzt würde ich gerne nochmal quasi diesen Schritt zurückgehen und nachfragen, wie ist eigentlich der Status quo tatsächlich und wo sind denn eigentlich vielleicht noch Herausforderungen? Sie haben erwähnt, dass zum Beispiel über die Satelliten dass alles optimiert werden kann, die Verwendung von Düngemittel, ist das tatsächlich dann zum Beispiel auch überall gegeben? Also das wäre natürlich für mich jetzt sehr interessant oder für alle, für unser Publikum natürlich auch, ob es da tatsächlich auch noch gewisse Herausforderungen gibt, die man in der Zukunft tatsächlich noch lösen sollte und wie Sie in Ihrer Funktion tatsächlich bei dabei war, den aktuellen Digitalisierungsstand in Deutschland in der Agrarwirtschaft bewerten würden. Dann würde ich Ihnen gleich nochmal das Wort zurückgeben. Ja. Ja. Vielleicht kurz zur BayWa, warum sitzen wir hier? Die BayWa gibt es seit 1923. Wir versorgen die Bäuerinnen und Bauern mit all dem, was sie brauchen, um zu produzieren, Saatgut, Futtermittel, Dünger und so weiter, kaufen aber auch die Produkte, verkaufen auch Landmaschinen, Landtechnik und reparieren es vor allen Dingen. Und es machen ungefähr so rund 4.000 Kolleginnen und Kollegen draußen auf 300 Standorten, vor allen Dingen in Südostdeutschland, in den Niederlanden und im südlichen Afrika. Und wir kriegen das tagtäglich mit, wo es klemmt, was funktioniert, was nicht funktioniert und erkennen durchaus einige rote Fäden in dem ganzen Thema. Unsere genossenschaftlichen Wurzeln führen auch dazu, dass wir uns auch um Innovation kümmern. Deswegen haben wir vor vielen Jahren angefangen, auch massiv in Smart Farming zu investieren. Es gehört mittlerweile der größte Farm-Management-Informationssystem-Anbieter in Deutschland. Ein Unternehmen gehört uns, die Vista GmbH, zum Teil die Satellitendaten über Algorithmenmodelle umwandelt. Also wir kriegen relativ viel tagtäglich mit, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und es ist so, dass, die Bitkom hat es gesagt, Landwirte grundsätzlich ja auch neugierig sind und innovativ und so weiter, aber die Digitalisierung sich im Moment in der Tat eher so auf so die ersten Schritte fokussiert, automatische Lenksysteme, Make-Roboter sind Stand der Technik, einzelne Apps, E-Commerce hat immer mehr Einzug. Aber so die richtig spannenden, und das ist ja das wichtige Thema die Woche auch in Brüssel, Ökonomie und Ökologie zusammenbringen, die sind noch nicht wirklich auf den Höfen drauf. Und das hat Gründe und ich könnte jetzt stundenlang reden, deswegen höre ich jetzt erstmal auf und da kommen wir sicherlich später noch dazu, weil gerade ja auch die Politik einiges noch tun muss oder auch gerade uns in Deutschland sehr viel Bauchweh bereitet. Ja. Also ich höre raus, da ist noch Luft nach oben. Ja, ist doch gut, ja. Ja. Herr Schmal, Sie sind natürlich, Sie haben es schon erwähnt, aufgrund des Futterbetriebes, den Sie haben, natürlich einmal quasi aktiv dabei. Sie haben die praktische Erfahrung, aber natürlich in Ihrer Funktion als Präsident des Hessischen Bauernverbands haben Sie natürlich auch den großen Blick, wie es quasi in Hessen aussieht, wie es vielleicht auch über Hessen hinaus aussieht. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wie digital sind tatsächlich die hessischen Landwirte bereits? Und wo sind Ihrer Meinung nach die aktuell größten Herausforderungen?
Ja, wir Deutschen, und da zähle ich die Hessen natürlich dazu, wir neigen ja dazu, dann auch zu schimpfen, wenn es nicht funktioniert. Sie wissen, dass ich in Nordhessen zu Hause bin und meine Geschäftsstelle liegt kurz vor den Toren Frankfurts, die vom Hessischen Bauernverband. Ja, und wenn man dann im Auto unterwegs ist, und das ist mein Arbeitsplatz, wenn ich unterwegs bin, und man muss dreimal die Verbindung abbrechen lassen, weil in einem Waldgebiet oder irgendwo die 5G nicht vorhanden ist, dann ist das natürlich ein Punkt, wo man sagt, Mensch, hier ist noch Luft nach oben. Aber ich will an dieser Stelle auch mal, weil die Frau Ministerin hier sitzt, auch mal Danke sagen an die hessische Landesregierung. Da sind für den Bereich Landwirtschaft, wenn ich es richtig hab, in Erinnerung habe, 5 Millionen auf den Weg gebracht worden bis 2024. Ich denke, da ist schon zu erkennen, dass das ganz klar der Wille zu erkennen, dass man hier besser werden muss. Und ja, diese weißen Flecken, die wir noch haben, es werden Masten gebaut, es wird versucht, das Satellitennetz noch enger zu bekommen. Denn eins ist klar, wir haben hier über Smart Farming gesprochen, auch im Außenbereich. Wir sind in der Lage, auf 2 Zentimeter genau zu säen, zu düngen, die Mengen zu steuern nach Bodenqualität. Das hat Staatssekretär Konz vorhin angesprochen, das Geoportal, also auch Daten, die von außen kommen, mit einfließen zu lassen. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn wir auch überall in den Genuss dieses Satellitensystems, dieses Empfangssystems bekommen. Ja, und ein Großteil der Schlepper hat mittlerweile GPS. 80% der hessischen Landwirte nutzen in irgendeiner Form die Digitalisierung. Und gerade bei den jungen Leuten geht es nicht mehr ohne. Sie alle, Sie wissen das, alles kommt aufs Handy. Da, wo ich früher noch ins Büro laufen musste, um Daten nachzusehen, da drückt man... Naja, also die Lage ist immer, hat immer Luft nach oben. Ja? Also wenn das nicht so wäre, wäre das doch auch schade. Ja? Und wenn wir nicht vor den Herausforderungen ständen, die Zukunft mit Digitalem noch besser zu machen, dann hätten wir ja gar nichts zu tun. Also insofern sage ich mal, die Lage ist aus meiner Sicht aber so, dass insbesondere auch durch das Thema Corona natürlich das Digitale nochmal einen ganz anderen Aufmerksamkeitsgrad bekommen hat. Und mit diesem Aufmerksamkeitsgrad haben wir natürlich Chancen, auch an Stellen nochmal nachzuarbeiten oder auch hier in den Dialog zu gehen mit den Bürgerinnen und Bürgern, weil ich sehe es genauso. Im Kern auch unserer Digitalstrategie steht der Mensch. Wir wollen Digitalisierung, ob in der Landwirtschaft, ob im Finanzwesen, ob in der Gesundheit, so einsetzen, dass sie den Menschen nutzt. Denn es ist nicht die Technik, es ist der Mensch, der im Mittelpunkt steht. Und das müssen und dürfen wir nicht vergessen. Insofern, das ist für mich auch nochmal ganz wichtig, auch Ihren Punkt aufzunehmen, um den Rahmen zu setzen. Jetzt haben Sie gefragt, wo stehen wir, wo sind noch Herausforderungen, was macht das Land? Was das Land macht, ist erstens die 5 Millionen, die Carsten Schmal angesprochen hat, in ganz genau landwirtschaftliche Nachhaltigkeitsprojekte zur Digitalisierung zu stecken. Wir haben das Digitalministerium so aufgebaut, dass bei uns 1,2 Milliarden, also das gesamte Budget für Digitalisierung in Hessen, gesteuert werden. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, gemeinsam mit den Kollegen wirklich zu sehen, wie wir bestmöglich die Mittel einsetzen, vielleicht auch allokieren, aber insbesondere mit der digitalen Infrastruktur vorankommen. Und auch hier hat Carsten Schmal zu Recht gesagt, wenn wir es nicht schaffen, die Digitalisierung so voranzubringen, dass wir überall anschlussfähig sind, dann werden wir ein Problem bekommen. Jetzt suche ich gerade diese schöne Abbildung. Hier habe ich sie. Und wenn Sie sich mal anschauen, was im letzten 3 Jahren in der Legislatur passiert ist. Sie finden hier ein, man nennt es so schön im Wissenschaftlichen, ein Hockey-Abbildung, eine Grafik. Und die zeigt, was wir innerhalb dieser Zeit in Hessen an Mobilfunkmasten modernisiert oder neu gebaut haben. Das heißt, zwischen 2019 und 2021 über 5000 Masten entweder modernisiert oder neu gebaut. Warum? Weil ohne eine digitale Infrastruktur, die optimal ist, und gerade im ländlichen Raum, werden wir auch digitale Landwirtschaft nicht auf die Straße bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen investiert das Digitalministerium 50 Millionen in ein Förderprogramm Mobilfunk, die insbesondere im ländlichen Raum investiert werden, weil da nämlich die Technologieunternehmen sagen, das lohnt sich für uns nicht, dort zu investieren. Das ist das zweite Investment, also 5 Millionen in Landwirtschaft digital ganz spezifisch, 50 Millionen in ein eigenes Förderprogramm, was Mobilfunk im ländlichen Raum voranbringt.
Und dann drittens Ausbau vom 5G. Denn ohne 5G kann ich IoT, also Internet of Things, nicht machen. Damit können auch die ganzen landwirtschaftlichen Geräte nicht miteinander kommunizieren. Und das brauchen wir, um langfristig in den Wertschöpfungsketten auch digitalisieren zu können. Vielleicht das mal als drei Aspekte, was das Digitalministerium in Hessen ganz konkret tut, um digitale Landwirtschaft in die Zukunft zu entwickeln und dabei den Menschen im Mittelpunkt zu sehen. Vielen Dank. Also ich glaube, mit der digitalen Infrastruktur haben Sie definitiv hier, glaube ich, viel Freude auch bereitet. Das ist nämlich, glaube ich, für viele ein großes Problem. Und wenn Hessen da weiter voranschreitet, ich glaube, das begrüßt hier jeder. Herr Linz, jetzt haben Sie natürlich die Europaperspektive hier im Blick. Sind es ähnliche Diskussionen, die wir hier auf Europa, auf der EU-Ebene verfolgen? Oder wo sieht man da eher in der Agrarwirtschaft die Herausforderungen und die Chancen? Also zum einen kann ich mal noch mal bestätigen, dass nicht nur in Hessen das ein oder andere Funkloch besteht, sondern auf meinem Weg nach Brüssel, der nicht durch Hessen führt, ist also auch das eine oder andere im südlichen Nachbarbundesland und auch im westlichen Nachbarbundesland gibt es noch das ein oder andere Funkloch. Also die Herausforderungen natürlich für Länder, für Flächenländer, wie es Hessen, Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg sind, bestehen diese Herausforderungen sicherlich überall, auch in meinem Heimatbundesland. Aber ich glaube, dass auf der europäischen Ebene, dass wir Dinge natürlich viel ähnlich diskutieren, wie das auch in Hessen diskutiert wird. Ich glaube, dass eine Riesenherausforderung für die Landwirtschaft ist, dass wir alle Betriebe mitnehmen. Der Herr Schmal repräsentiert jetzt auf seinem eigenen Betrieb, sagen wir mal, im deutschen Verhältnis, ein relativ, im westdeutschen Verhältnis, wenn ich das so sagen darf, einen relativ großen Betrieb oder einen größeren Betrieb, wenn ich das so sagen darf. Jetzt sind wir ja beide, die Struktur in meinem Heimatbundesland ist ein bisschen ähnlich, wie sie in Hessen ist. Wir haben auch noch ein paar mehr landwirtschaftliche Betriebe, fast 40.000. Und wenn man dann noch die fast 100.000 in Bayern dazu nimmt, dann sieht man, dass da im Süden unseres Landes eben eine andere Struktur in der Landwirtschaft vorherrscht, als das im Norden oder im Osten unseres Landes ist. Und ich glaube, dass das eben gerade auch bei der Digitalisierung natürlich eine riesen Herausforderung ist. Nicht nur die Frage dann eines Generationenübergangs, Herr Schmal, das haben Sie ja für Ihren Betrieb gut beschrieben, sondern eben auch, dass die Größe an sich eben auch eine Herausforderung darstellt. Und das ist mir und auch vielen Kolleginnen und Kollegen natürlich im Agrarausschuss wichtig, dass wir nicht immer zeitgleich, es müssen immer welche vorausgehen, nicht, dass Sie mich da falsch verstehen, aber dass wir die anderen dann auch in nicht so einem langen zeitlichen Abstand dann auch mitnehmen. Das, glaube ich, ist eine Riesenherausforderung. Und das auch noch nicht mal, wenn wir jetzt nur auf Deutschland schauen, dann sieht man natürlich da innerhalb der Europäischen Union noch mal riesige Herausforderungen. Ich nenne mal ein Beispiel in Portugal. Sind 90% der Betriebe, die haben weniger als 10 Hektar. Also was bei uns ein kleiner Betrieb ist, ist in Portugal schon ein großer, beziehungsweise gehört schon zu den größten 5%. So, Mr. Antunes, now I have a question for you. So we've heard now more about the current challenges and this current state in Germany with a strong focus on Hessen. We also heard from Mr. Linz that we have to get all the farmers on board, that we also have to think about the connected and disconnected farmers, how can we get the disconnected farmers really towards the group of the connected farmers. This is also something the Commission talks about. So for me, it would be now interesting to hear more about the current state throughout Europe in terms of digitalization of agriculture, and maybe also what is, in the European Commission's perspective, the biggest challenge at the moment? It's a long question. It might be a long reply. Starting with the challenges, I can only concur with what's already been said by some of the panelists. I think we need to start, first of all, with the idea of connectivity and accessibility. We really need to have throughout Europe access to digital infrastructure. It's still, unfortunately, not the case everywhere, and at least not to the level that it's required. But this is also why the European Commission is investing or is supporting investment in these areas as part of the Digital Europe program. But also under the Rural Development Programme, where we make we have support for investments in broadband infrastructure. I think another challenge that we have is of course about people,
and it's about the skills of farmers. We need to have farmers that are very much familiar with the use of these new technologies. And to some extent, it's still not yet the case, or at least it's not yet the case throughout the whole of Europe. Again, the Commission and the CAP in particular is very much investing in this through, for instance, advisory services, where we want to address this challenge that is still out there. Maybe moving a little bit longer, but still in terms of the challenges, I think it's also important to speak about the technologies in themselves and the interoperability of some of these technologies or the data. So we are working on this. We're trying to put out a number of legislative pieces out there that will, once is implemented in Europe, will bring about a governance system and regime in terms of digital, and this is also important, but we're still not yet there in terms of some of the different technologies. Another aspect which I think it's also important is, of course, digital is about innovation, and it's about creation of value, and it's about new business models that we want to have out there. So this is also something that for us is still a challenge, because we need to understand what will be the viability of some of these new business models that should come from the fact that part of our farming community will be increasingly supported by digital technologies. But it's also about the business models that should be out there. We also need to have a little bit more knowledge about this. And again, I can elaborate later on if necessary, but it's an area where we are working on, and it's something really, 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 really important. The other part of your questions were where we are in terms of European and EU in this regard. I cannot elaborate a lot, but as part of the CAP strategic plans, we have actually asked member states to tell us where they are in terms of their digital strategies. They have been asked to outline where are their plans in terms of digital transition in rural areas, but also as regards agriculture sector in itself. We've received the strategic plans. We will soon come up with what we call our observation letters, where we tell about our comments to the member states' plans. And I can already divulge a little bit what we will be saying, because it in a way testifies, reflects to what is the situation in Europe, or at least in the EU. What we find, first of all, is that there is a huge variety in terms of the situations in Europe. Today we are hearing here a little bit about experience in Hesse, which is, of course, not representative of the rest of Europe, but there are other Hesses in Europe, but there are also many different situations where it's not at all like Hesse in Germany. So a huge discrepancy in terms of the situation of digitalization in Europe. The other part that we found from what member states have been telling us is actually that there are also very few member states that have actually developed strategies for digitalization in agriculture. I'm very happy to see the document there. It's one of the few. Not everywhere in Europe, unfortunately, we have those. In some member states, we do have strategies. In some member states where we don't have specific strategies for digitalization in agriculture, we have other cross-sectoral strategies which touch upon agriculture, so it's important. What we've also seen as part of the replies of member states to our sort of a request has also been that there is still a huge divide in terms of rural areas and digitalization in agriculture. Some member states are looking at this in a more holistic way. So some member states have rural digitalization strategies, and they have also agriculture digitalization strategies. This is good because it's rather comprehensive. And in a number of member states, on a very sort of a positive note, we actually also see that they are looking not only at issues regarding, for instance, precision agriculture, but they go a little bit beyond that. And they're actually also looking in terms of how can we use digital to make the most of marketing our products.
And some member states are also even going a little bit beyond that and looking also at how can we do provision of digital services as part of an overall strategic approach in this area. So a huge number of situations, a lot of ambition in some member states, and hope, still on a less maybe positive note, a lot of work that still needs to be done in a couple of member states and where I guess we will be working in the next couple of years together. Okay, yeah, it sounds a bit like a lot of work. Maybe a quick follow-up question to you also, Mr. Mantunas. You mentioned that the European Commission plans or already published some proposals that actually will help, for example, to use data maybe more broadly to make that more efficient. Do you think that they are perfectly aligned, or do you also see some challenges coming from there? And I think Mr. Mingende raised that in the beginning, that also sustainability and digitalization are sometimes not thought together. Maybe you can elaborate on that. Quick question. I would argue not maybe on a bit differently. Of course, here in Brussels, we work mostly at the macro level. And there I can only say that our different strategies are very much aligned. Mm-hmm. Digital transition is one of the priorities of this commission. And of course, digitalization in agriculture is also a priority that we will have as part of this broader agenda. But we also have other agendas, and like the farm to fork strategy, for instance, like the rural vision for the long-term vision for rural areas, where we also see that there is this alignment, or at least this intention on the part of the Commission, that all these different strategies are actually synergistic. For instance, as part of the farm to fork strategy, obviously we are discussing also the precision agriculture, which will help us achieve the sustainability goals that we have as part of the farm to fork strategy. It's about, of course, using of less inputs in agriculture, which is in a way an inspirational target for us. And we are also saying that digital can help us get there. As part of the long-term vision for rural areas, for instance, we are saying where we think Europe, or at least the rural areas in Europe, should be by 2040. And an important part of this agenda is actually also the digital transition. We have a number of flagship initiatives where we actually want to see implemented in member states more forcefully, more broadly, a digital transition. So I would say very much that the alignment is there. And I guess I take the opportunity now, because one of the exciting things in terms of this alignment, and which will be in a way a bit more elaborated, is the common space for digital agriculture in the EU. It's something that we are working together very much in the Commission so far. We have had a call for companies to help us put this together. We expect to have a contract in place by end of this year. And by end of this year, we will have what we call a coordination and support action that will translate what are for us some of the objectives, or at least what could be the governance and the pinning this common data space for agriculture. And it's very much an opportunity that I put out there for the different stakeholders to engage with the Commission, to engage with the member states on how we really want to translate what are some of our broader and macroeconomic goals into specific goals for agriculture as part of this digital agenda. So stay tuned. I invite all of you to contribute to this work, because of course we try to ensure this alignment at the very macro level, but there is now the need to translate this into very specific actions, and this is what we will start doing
as of the end of this year and again together, I hope. Herr Lenz, wie ist denn da die Situation quasi im Parlament? Sind Sie zufrieden mit dem Alignment der einzelnen Gesetzesinitiativen oder sehen Sie da noch ein bisschen Bedarf nachzujustieren an der einen oder anderen Stelle, dass Agrarwirtschaft tatsächlich auch breiter gedacht wird? Also ich glaube, dass die Initiativen der Kommission und das Alignment, dass das, ich sage mal so schön, auf einem sehr guten Weg ist. Nur es gibt immer noch Luft nach oben. Und ich glaube, dass man zum Beispiel, was der Herr Feldkamp in seiner Einführung auch gesagt hat, auch zum Beispiel im Rahmen der GAP und insbesondere auch des nationalen strategischen Plans doch das eine oder andere hätte mehr machen können. Also wenn ich mir die Eco-Schemes in Deutschland anschaue, dann ist es sehr stark ausgerichtet auf Extensivierung. Ja. Und das ist, soll keine Kritik sein. Das ist zum einen auch richtig, dass wir in manchen Bereichen Extensivierung brauchen. Aber ich glaube auch, dass oder ich spekuliere mal, hätten wir die Eco-Schemes stärker auf der europäischen Ebene entschieden und sie nicht ganz in die mitgliedstaatlichen Hände gegeben, was die Position des Parlaments war, im Mandat, das uns dann zu den Verhandlungen geführt hat, dann wäre das ein oder andere Eco-Scheme mehr aus meiner Sicht in der Liste, also zusätzlich zu den 7 Eco-Schemes, die wir in Deutschland dann verabschiedet haben. Und ich glaube, da wäre auch das ein oder andere drin in Richtung Digitalisierung. Und Das fehlt mir insbesondere dann in der nationalen Umsetzung. Und da bin ich gespannt, wenn die Kommission dann ihre Observation Letter dann veröffentlicht, beziehungsweise auch uns als Parlament eine Zusammenfassung gibt, was in den strategischen Plänen der 27 Mitgliedstaaten steht. Ja, da bin ich mal gespannt, welche Unterschiede, insbesondere auch zwischen den Mitgliedstaaten, auch gerade zum deutschen Plan dann dabei hervorkommen. Frau Staatsministerin, Sie haben sicher mit Freuden zur Kenntnis genommen, dass Sie hier als Best Practice quasi erwähnt worden sind mit dieser Digitalstrategie, die Hessen vorgelegt hat. Und ich denke, das ist auch sehr bemerkenswert. Sie haben ja auch unter anderem die Software drin. Ich glaube, das ist auch so bei vielen, tatsächlich in vielen Ländern noch gar nicht mitgedacht. Auf was sind Sie denn da tatsächlich auch noch besonders stolz? Also Sie haben schon erwähnt, dass der digitale Ausbau natürlich, der Netzausbau für Sie eine Rolle spielt. Aber was würden Sie vielleicht gerne von Hessen aus als Best Practice jetzt mit dieser Digitalstrategie vielleicht auch noch mitgeben? Also für mich ist dieses Thema Digitalisierung ein Querschnittsthema und ein wirkliches Querschnittsthema. Und das ist sozusagen auch das, was wir in der Zukunft leben und auch entwickeln müssen. Und da bin ich tatsächlich insofern stolz drauf, als wir in Hessen einen Bereich aufgebaut haben, wo wir einerseits das Geld steuern, das Budget, aber andererseits auch die Inhalte gemeinsam entwickeln. Und diese Digitalstrategie ist jetzt nicht bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch entstanden, klar auch ein Stück, logisch, aber wir haben alle Ressorts an einen Tisch geholt und haben gesagt, was sind für euch die Zukunftsthemen? Die haben wir dann genommen und haben mit allen Stakeholdern, mit Ihnen, mit all denen, die hier sitzen, beraten, ob das auch für Sie die Zukunftsthemen sind. Und dann haben wir wiederum einen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern Hessens geführt. Und dann haben wir gesagt, das sind für uns, das ist unsere Roadmap. Die 6 Handlungsfelder, die wollen wir bis 2030 umgesetzt haben. So. Und diese Querschnittsaufgabe heißt die Koordination von Budget und Inhalt. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass wir es auf Bundesebene und auf europäischer Ebene haben. Dass wir an einer Stelle, an einem Tisch uns zusammensetzen und sagen, wo müssen wir die Silos, ja, der Fachressorts miteinander verknüpfen, um Kooperation in die Zukunft zu denken. Und darauf bin ich stolz, dass unsere Ressorts hier gemeinsam uns auf einen Weg gemacht haben, um Digitales in die Zukunft zu entwickeln. Budget und Inhalt. Content and Finance. Das ist notwendig, an einer Stelle zu koordinieren. Und da geht es nicht darum, ob dann der eine Minister oder der andere Minister jetzt mal besser oder schlechter ist. Nein, es geht um eine gemeinsame Zukunftsvision. Die heißt Digitales Hessen, wo Zukunft zu Hause ist für die Menschen.
Und Sie haben eben gerade, um das mal ein bisschen von der abstrakten Ebene runterzuholen, Sie haben eben gerade gesagt, vom Farm to Fork Strategy. Wenn ich mir Digitalisierung angucke, ist genau das, was die Wirtschaft, die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie in der Zukunft machen muss. Nämlich an der Schnittstelle Digitales enger zusammenzurücken, zu kooperieren. Und das ist das, was wir alle miteinander lernen müssen. Digitalisierung ist ein Kooperationsmodell auf Länderebene, auf europäischer Ebene. Und hier müssen wir Europa denken. Wenn wir hier ein Kooperationsmodell auf europäischer Ebene mit einer gemeinsamen Digitalstrategie Europas im Querschnitt gedacht hinbekommen würden, dann wäre das ein Weg, wo ich glaube, dass wir wirklich hier Zukunft denken können. Und das würde ich mir wünschen. Ja. Ich würde hier jetzt auch gerade noch mal auf meine linke Seite gucken, weil wir haben ja hier tatsächlich auch die Vertreter aus der Wirtschaft sitzen. Zunächst, ich würde Ihnen die Möglichkeit geben, hier noch mal schnell drauf zu reagieren, falls Sie möchten. Ansonsten würde ich noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Reaktion? Ja, ich würde schon zwei Dinge gerne dazu sagen. Dann gebe ich Ihnen das Wort. Ja, Frau Ministerin hat vorhin so schön gesagt, es geht eigentlich um die Menschen, die man mitnehmen muss, die das umsetzen müssen. Und das kam mir eben so in den Sinn, als wir darüber gesprochen haben, auch Farm to Fork oder auch als Herr Linz sagte, die Eco-Schemes sind in Deutschland anders ausgestattet als in anderen europäischen Staaten. Ganz wichtig ist mir, immer darauf hinzuweisen, dass die Landwirtschaft sich in dem Spagat befindet, auf der einen Seite ökonomisch die Ökonomie im Auge zu behalten, auf der anderen Seite die Nachhaltigkeit zu erfüllen. Also es werden ganz hohe politische, gesellschaftliche Forderungen an uns gestellt und ich sage immer, auch wir als Bauernfamilien sind letztendlich Verbraucher. Wir sind die, die die Mittel zum Leben produzieren. Und wenn die Landwirte den Nutzen nicht sehen, dann werden sie das nicht umsetzen und in Anspruch nehmen. Also ist es ganz wichtig, dass wir die Landwirte mitnehmen. Und ich denke, das ist bisher gelungen. Und auf der anderen Seite natürlich als Landwirtschaft. Und wir sehen das ja in den letzten Wochen und Monaten. Schon vor dem brutalen Krieg in der Ukraine sind Betriebsmittel enorm gestiegen in ihren Preisen, egal ob das Dünger war, ob das Diesel ist, ob das Eiweißfutter ist, in der Tierhaltung viele andere Dinge, Energie. Da ist ganz klar, dass man natürlich so wenig wie eben möglich davon einsetzt, um am Ende des Tages auch noch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das kann Digitalisierung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das an die Landwirte heranbringen. Ich denke, das ist gelungen. Ich habe vorhin gesagt, 80% der Landwirte setzen in irgendeiner Form bei uns schon digitale Dinge ein. Und ich denke, das wird sich sehr schnell auch fortsetzen. Das Angebot wird immer größer. Auf der anderen Seite gehen uns bei den Pflanzenschutzmitteln Wirkstoffe verloren. Wir haben wenig Neuzulassungen. Allein das führt ja schon dazu, es ist vorhin auch schon angesprochen worden, dass wir Robotik einsetzen zum Beispiel, also Roboter, die unterscheiden können zwischen Kultur- und Nutzpflanze auf der einen Seite und zwischen Bei- und Unkraut auf der anderen Seite. Also da gibt es ganz tolle Dinge, die auch von Start-ups entwickelt werden. Das will ich hier auch mal sagen. Und das sind auch so Dinge, wo ich sage, Mensch, das ist so der erste Schritt. Und wenn dann das Start-up was entwickelt hat, was sich in der Praxis auch umsetzen lässt, dann werden es die Landwirte auch anwenden. Also man guckt da sehr genau hin. Und ich denke, so ist der Weg und die Landwirtschaft ist da sehr, sehr innovativ, was den Einsatz dieser neuen Techniken angeht. Da hätte ich jetzt gerade noch mal schnell eine Follow-up-Question. Und zwar Investitionen, also die Investitionen in die Technologien sind ja sehr kostenintensiv. Und dennoch ist es für die Landwirte aktuell sehr interessant. Könnten Sie das noch mal ein bisschen näher ausführen, warum tatsächlich Landwirte sich dann auch entscheiden, diese Investitionen zu tätigen oder was sie vielleicht noch bräuchten, damit wir quasi noch flächendeckender diese Investitionen tatsächlich auch sehen? Ich will mal zwei Beispiele rausgreifen. Das eine ist Precision Farming, also GPS auf den Schleppern. Mhm. Und da können Sie vielleicht noch mehr dazu sagen. Ein Großteil der Schlepper, die heute in Deutschland neu zugelassen werden, haben dieses System. Das ist mit Kosten verbunden in der Anschaffung und vielem mehr. Aber wenn die Landwirte nicht den Nutzen sehen würden in diesem System, dann würde es kein Erfolg werden in der ganzen Kette. Und nur ein ganz simples Beispiel. Ich bin ja jemand, der aus der Praxis kommt. Die neuen modernen Schlepper, die bei uns auf den Feldern, auf den Grünlandflächen rumfahren, wenn dort mal ein technischer Defekt auftritt oder ein Fehler, dann ist man heutzutage in der Lage, von der Werkstatt aus, egal wie weit sie entfernt ist, eine Diagnose zu stellen und der Monteur, der dann rauskommt, weiß schon,
da ist ein Getriebefehler, es könnte sich um das und das Ersatzteil halten. Also so auch so ganz praktische Dinge im wirtschaftlichen Leben. Ich bin also auch schnell wieder in der Lage, das Ganze wieder in Gang zu bringen. Anderes Beispiel, ich habe es vorhin angesprochen, Robotik in der Tierhaltung, in vielen Bereichen, Steuerungssysteme. Natürlich ist so ein Make-Roboter, ich habe es vorhin angesprochen, teurer, wenn man es mal umrechnet, man sagt so 1,5-2 Cent teurer bei der Produktion, aufgrund von Wartungsverträgen, Technik und. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn man sich das Ganze anschaut, zum einen ist natürlich auch das Arbeitskräfteproblem ist tatsächlich eins. Wir sehen das vor allem auch im Osten Deutschlands, wo gute Arbeitskräfte sehr schwer zu bekommen sind. Und zum anderen ist es so, das haben wir zu Hause auch wieder festgestellt, dass die Tiere, die mehrmals am Tag zum Melken dann gingen, dass die auch fast 4 Liter Milch mehr hatten als die, die wir im Melkstand gemolken haben. Also hier ist auch ein wirtschaftlicher Nutzen steht dem gegenüber. Und ohne die ganzen anderen Dinge, die die Technik kann, wir haben auf Datensammlungen und Datenkomprimierung sind wir noch gar nicht eingegangen. Also ich denke schon, sicherlich ist es eine Investition und Herr Linz sprach an, kleinere Betriebe, da wird es dann schwierig. Ja, dann ist es dann der Lohnunternehmer, der diese Techniken einsetzen kann. Also die Möglichkeiten gibt es da. Aber ich denke, in vielen Bereichen hat die Digitalisierung schon sehr, sehr weit Einzug gehalten. Herr Migende, wollen Sie reagieren? Das mit dem Schritt zurück hat mir gut gefallen. Also ich muss jetzt leider mal in die Praxis abtauchen. Aber bevor ich das mache, bitte nicht bei der Taxonomie die Precision Agriculture vergessen. Nicht, dass uns das gleiche Schicksal hier widerfährt wie im Handel mit Solarmodulen. Also auch der Handel, die Beratung von Precision Ag sollte taxonomiefähig werden. Das wäre sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, ich habe hier eben davon gesprochen, dass so die wirklich spannenden Digital Farming Precision Ag Anwendungen, dass es da noch ein bisschen dran hapert. Und es gibt viele Umfragen, die Landwirte, wo Landwirte sagen, warum und weshalb. Und wir haben immer wieder die Erfahrung, der wichtigste Punkt ist, dass diese Systeme nicht wirklich funktionieren in der Praxis. Ja, Daten fließen nicht und I really appreciate your remark about connectivity, yeah, that's core. Oder Silos, ganz wichtig. Da hat die Wirtschaft auch viele Fehler gemacht, ja, dass jeder so versucht hat, sein Ding zu entwickeln. Da ist aber viel passiert, Stichwort Agri-Router zum Beispiel in Deutschland, wo wirklich Wettbewerber auch sich auf einheitliche Datenformate einlassen. Aber wenn ich jetzt mal die teilflächenspezifische Düngung hernehme für die Nichtlandwirte, dass die Pflanze nur den Dünger bekommt, den sie auch braucht in den nächsten Tagen zum Wachsen, dann ist das jetzt genau die Lösung, um zum Beispiel das Thema Düngeverordnung zu lösen, vor allen Dingen auch diese rote Gebiete-Thematik ein Stück weit zu entschärfen, dass ich optimierte Produktion trotz reduziertem Stickstoffeinsatz managen kann. Betriebswirtschaftlich sieht es auch gut aus, ab 50 Hektar auf jeden Fall, wenn das Lenksystem da ist und wenn andere Voraussetzungen da sind, sogar schon ab 20 Hektar. Und das sind Betriebsgrößen, die haben wir in Baden-Württemberg, die haben wir in Bayern, kann man schon was draus machen. Wir stellen in den letzten Wochen oder sagen mir meine Key Account Smart Farming draußen aus der Fläche 1 fest. Landwirte sehen diese Vorteile, aber sie haben im Moment nicht den Kopf frei. Wir haben in Deutschland so eine Verwirrung, wohin läuft die Landwirtschaft? Wie sind die Rahmenbedingungen der Landwirtschaft in Deutschland? Dass Landwirte sich im Moment eher grundsätzliche Fragen stellen. Soll ich in einen Tierwohlstall investieren? Ja, was passiert mit meiner Schweinehaltung? Und. Das ist jetzt keine politische Polemik, sondern ist in der Tat das Feedback aus der Praxis. Der zweite Punkt ist, die meisten Landwirte wollen Systeme haben, die einfach funktionieren. So, und die wollen keine Insellösung, hier mal eine App, da mal eine App. Die wollen nicht die Düngeverordnung beim Start auf der Plattform eingeben und dann noch im Farmmanagement-Informationssystem. Die wollen integrierte Systeme haben. Und jeder, der hier vielleicht zuhört oder zuschaut und so ein bisschen Ahnung hat von Softwareprogrammierung, Sie kriegen Software schnell, kostengünstig, aber vor allen Dingen qualitativ hochwertig dann hin, wenn Sie standardisierte Software einsetzen und skalieren können. Aber wir haben 16 Bundesländer in Deutschland, 16 Mal Düngeverordnung, 16 Mal verschiedene Ambitionsniveaus, weniger häufig in den Ministerien, sondern in der Ebene darunter. Wir werden verrückt. Wir kriegen es nicht hin. Ich habe gerade mal
bei dem Bundesland geschaut, wo wir heute zu Gast sind. Am 17.03. war jetzt die letzte Ergänzung im Internet von Daten, die wir brauchen, um die Düngebedarfsermittlung zu machen. Die erste Düngegabe ist aber schon draußen. Ja. Also wir haben positive Beispiele, Sachsen-Thüringen zum Beispiel, ja, die auch anfangen, sich zu clustern, oder auch eine Gruppe um Niedersachsen rum. Aber es ist nicht hinzubekommen. Und gerade für die Landwirte, Bürokratisierung, Auflagen, Restriktionen. Wir werden irgendwann, jetzt ist ja erstmal postponed, das Thema Pflanzenschutzauflagen haben und so weiter. Gerade dann brauchen die Landwirte diese Systeme. Aber 16 Bundesländer mit 16 unterschiedlichen Ansätzen, nicht möglich. Also in der globalen Digital Farming Szene macht jeder eigentlich einen Bogen um Deutschland. Unter anderem deswegen, weil wir einfach uns hier nicht einigen können. Jetzt gibt es unterschiedliche Strukturen in Deutschland, das ist so. Ja, deswegen wären ja schon drei Cluster gut, eine süddeutsche Lösung, eine norddeutsche und eine ostdeutsche Lösung. Es gibt ja auch Landwirte in Hessen, die in mehreren Bundesländern arbeiten, die haben ja den gleichen Stress. Also es tut mir wirklich leid, dass ich so ein bisschen auch hier provoziere, aber das ist echt ein Problem, ja, das wir haben. Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sich also von der Politik wünschen, dass da einfach auch mehr Rechtssicherheit reinkommt durch vielleicht eher auch eine einheitliche Rechtsauslegung in den einzelnen Bereichen? Ja, genau, so in die Richtung geht es. Also die Rechtsauslegungen sind unterschiedlich, die Rechenmethoden sind unterschiedlich, ja, selbst in den Excel-Listen, die dann online gestellt werden, wo Landwirte was eintragen sollen, sind überhaupt gar nicht transparent. Wie rechnen die eigentlich? Also ich könnte stundenlang erzählen, mache ich aber nicht. Und das klären wir auch immer mit den Bundesländern, mit den Ministerien im One-to-One. Das ist dann auch wichtiger. Aber das ist ein Thema. Und ganz wichtig, um das Thema auch in Deutschland zu pushen, ist, wenn Landwirte Geld investieren, innovativ sind, dann sollten sie auch Erleichterungen haben bei diesen bürokratischen Auflagen. Ich denke vor allen Dingen an die roten Gebiete in Deutschland. Schwieriges Thema, ja, ich weiß, EU und so weiter. Aber das wäre ein Anreiz, dann wird das Thema richtig an Fahrt aufnehmen, denn das brauchen Landwirte. Landwirte haben kein Problem damit, nachhaltig und umweltschonend zu arbeiten, aber es muss irgendwo machbar sein und da kann die Digitalisierung helfen und die Landwirte sollten auch einen Vorteil davon haben, die den Mut und die Zeit aufbringen, Menschen im Mittelpunkt, absolut richtig, sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen. Bevor ich den Blick jetzt ein bisschen mehr in die Zukunft und in die Möglichkeiten werfen möchte, Frau Staatsministerin, wollen Sie da kurz darauf reagieren? Naja, also das Thema Standardisierung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren ist eine Kernaufgabe der Politik, ist und wird es auch bleiben. Und ich bin, weil Sie vorhin gefragt haben, was macht Hessen, ich bin wirklich froh, dass wir als im Übrigen einziges Bundesland es bisher geschafft haben, die Genehmigungsverfahren zu erleichtern im Bereich Mobilfunk. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf den Bereich Landwirtschaft, ja, dann gilt es auch da, uns genau anzuschauen, teilflächenspezifische Düngung, okay, ja, aber auch generell zur Vereinheitlichung. Und Vereinheitlichung schaffe ich bei der Digitalisierung, indem ich zum Beispiel einheitliche Software zur Verfügung stelle. Diesen Weg sind wir in Hessen gegangen. Wir haben allen Kommunen eine einheitliche Software lizenzfrei zur Verfügung gestellt, um ihre Prozesse zu digitalisieren. Und ich denke, einen solchen Weg müssen wir generell gehen, müssen wir in Deutschland gehen, müssen wir aber auch auf europäischer Ebene gehen, um hier mit einer Standardisierung, einer Vereinheitlichung sozusagen die Effektivität, ich sage auch mal in Richtung Open Data, digitale Datensouveränität gehen zu können, um dann auch uns in eine Unabhängigkeit in Europa begeben zu können. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit Blick in die Zukunft. Standardisierung, Vereinheitlichung, Genehmigungsverfahren vereinfachen, Entbürokratisierung und das auch wirklich zu tun und nicht nur darüber zu reden. Herr Linz, jetzt haben wir gehört, auch Europa muss da ein bisschen nachjustieren, vielleicht die richtigen Standards setzen, das System etwas vielleicht noch also die Regelungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen vereinheitlichen. Wo sehen Sie denn die Zukunft tatsächlich der Agrarwirtschaft und wo sagen Sie, da ist auf jeden Fall irgendwie die Verantwortung auf der EU-Seite, da den Landwirten irgendwie so unterstützend unter die Arme zu greifen? Also ich glaube, dass mit dem Thema Schnittstellenproblematik, ne, vielleicht das ein Bereich wäre, ne, wo es idealerweise europäische Regelungen gibt. Ne, und es wird
ist auch einiges sehr an die Länder an Aufgaben gegeben worden. Ich glaube aber auch, ne, dass die Bundesregierung, zwar egal welche Farben da drin sind, ne, ganz schnell in Deutschland immer die Neigung hat, ne, wir sind groß genug im europäischen Rahmen, wir sind das größte Mitgliedsland, wir können das selber besser. Also das ist so, ne, generell so ein bisschen, ne, die Attitüde, die in Berlin auch gerne vorherrscht, und ich glaube schon, dass wir die abstreifen müssen. Also wenn wir bei diesem Thema vorankommen, dass wir da, ne, zu Standards kommen, ne, weil ich glaube auch, also der ehemalige Kommissar Günther Oettinger hat immer gesagt, ne, wer die Daten hat, hat die Macht. Also ich glaube, auch wenn man da mal dieses Thema sozusagen lösen könnte, ich will gar nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich jetzt weiß, das müssen wir so oder so machen, aber ich glaube, dann wären wir einen deutlichen Schritt auch weiter. Okay. Mr. Antunes, what is your opinion about that? What is actually maybe also the vision of the European Commission regarding standardization in that sector, and what can data, like data-driven solution, do in the future? I think the future is bright, and Ooh. The future is digital. I think for us, we've been very much concerned and working a lot to make sure that we have a framework and a regulatory framework for that matter that is in Europe fit for purpose for the challenges that we see coming in the next couple of years. So we've been very busy, like I said, maybe at a very macro level, but I think it's important to have this because we cannot build anything if we don't have those. So we've been working on digital governance. We've this year put out, I think, three important pieces of legislation, which are now with the co-legislators. the Data Act, the Data Governance Act, the Digital Markets Act. All of these are very important pieces of a regulatory framework that needs to be in place if we need to have this agenda going forward and accelerating in the next couple of years. I've already also mentioned the common European data space for agriculture, which it's something that I would definitely would like to emphasize, which will be important for us to work together and will be an important part of the architecture that we need to have in place if we want to have digitalization in agriculture going forward. This will be key. This is something that we will be working already this year, starting this year. And it's something that I would definitely again invite stakeholders like yourselves to engage with. And I think as part of this common European data space, maybe we will need to see also a little bit what is there necessary that we still need to do if you want to create even further value. Because I keep also emphasizing this, it's very important that, of course, the digital in agriculture is going to allow us to align with our sustainability goals, but also with some competitiveness goals for the reasons that have already been discussed here. But I think it's also an important part to realize that data creates value, and we need to be able to reap this value. And for this, there are sort of a very humdrum kind of areas that we need to still put in place, like, for instance, contractual arrangements, like data ownership, like looking more broadly of what could be also digital business models for agriculture. These are some of the things that perhaps are not so sexy, but it's definitely part of the agenda that we see going forward. Where we still need to have a little bit more, starting maybe with evaluations. We have a voluntary code of conduct in terms of data sharing on digitalization in agriculture, which we have some experience there, but we possibly need to evaluate this. And as part of all this work that probably will be coming into fruition in the next 1 to 2 years, then we will need to see whether there is still the need for us to come with legislation or not, to be continued. Maybe a quick follow-up to that, because I think you mentioned the common data space. I think it's kind of a buzzword also here in the EU bubble, because
everyone wants to have it. No one does actually know at the moment how it should look like. Maybe you can further elaborate on that. What can we expect and what is maybe the key objective behind it? Because you mentioned that it should create value, but what does it actually mean? Well, good question. And not something that I would be able to elaborate because it's something that we want to see coming not just as a decision of the Commission, but actually as work that is taken up by the Commission, but also farmers, but also industry, and by also member states. And by this common European data space for agriculture, basically, we want to be sure that when we create data, and when we create data, we need to share data, we need to be sure that there is trustworthiness in how we go about doing this. So we possibly need to create a framework, a regulatory framework, laws maybe, to be seen, how we can do this for that when an industry sells a product to a farmer and the farmer, by using that product, creates data and that data is sent back to the industry maybe, but maybe to a company that will collect this data and will create a service out of this data, that all of this is done in a secure environment. And that all of this is also possible to be done not only in Hesse, but in Hesse and in Malta and in Portugal and in Finland and everywhere in Europe, so that we can pool all of this data that is being created out there so that we can then have services. In a way, it's for very simplistic reasons, it's what companies like Google do. They have applications, and every time we use an application from Google, they collect data from us on how we go about in our daily lives. And then they use this knowledge to make services. So they provide us, for instance, with an application that says, okay, if I go now from here to my office, back into my office, how long will it take me if I take the metro, if I walk, or whatever. For the agriculture, we also need this. Farmers will be using machinery, will be using tools that will create this data that has value, and it has value because some company somewhere in Europe will be able to collect this information and create a service, normally a novel service, something that is innovative. I cannot tell you what this will be, I can only imagine. And by creating this, it's a new economic added value that we put into the economy because someone will be willing to pay for this. And hopefully a lot of us will be able to pay for this in Europe, but also outside Europe, because you want to continue to be leaders in agriculture, but also leaders in digital agriculture, which is, of course, a big part of what the future will look like. Frau Staatsministerin, was wäre denn für Sie wichtig, wenn man solch einen Datenraum für Agrardaten schaffen würde? Die Konnektivität auch an der Stelle wieder, ja. Also wir müssen ja so unterwegs sein, dass die Möglichkeit von Schnittstellen, von Open-Source-Datenbanken so angelegt sind, dass ich Schnittstellenmöglichkeiten habe und die nicht geschlossen sind. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, weil damit haben wir die Möglichkeit, uns sozusagen auch miteinander, untereinander zu vernetzen und weitere Optionen auch in die Zukunft zu entwickeln. Und welches Ziel würden Sie gerne mitnehmen aus so einem Datenraum? Was wäre für die Landwirtschaft in Hessen das wesentliche Ziel? Naja, also es gibt unterschiedlichste Aktivitäten, dass wir gesamte Prozesse von vorne bis hinten digitalisieren können. Das muss doch die Zukunft sein. Und das ist das eine, also digitale Antrags- und Prozessstellen barrierefrei, das ist die eine Variante. Und die andere ist, dass wir außerhalb dessen natürlich auch eine digitale Infrastruktur haben müssen, die Landwirtschaft auch wirklich digitalisieren lässt. Diese zwei Ebenen brauchen wir. Gucke ich nochmal auf die Wirtschaftsseite. Herr Schmal. Ja, ich habe eben so drüber nachgedacht, als wir diskutiert haben. Sie haben angesprochen, es müsste einheitlicher vorgehen, nicht nur in Deutschland, sondern hier kam auch
dann Europa ins Spiel, also insgesamt. Ich denke, wir Deutschen, wir haben auch so ein bisschen ein Problem damit, und das sagte Herr Linz vorhin, dass der Herr Oettinger mal gesagt hat, wer die Daten hat, hat auch die Macht. Also diese Frage Datenhoheit und wer hält die, was passiert mit meinen Daten letztendlich, auch das ist sicherlich, was uns Deutsche ja schon bewegt. Und ich denke, es gibt auch schon Modelle in Europa. Ich gucke zum Beispiel jetzt mal in die Niederlande. Nun kann man sagen, viel kleiner als Deutschland, aber gerade im Bereich der Tierhaltung immer innovativ, immer ganz nach vorne guckend. Und die haben es dort geschafft, die Daten sehr einheitlich über das ganze Land hinweg in so einer Art Genossenschaftsform zu bündeln. Das heißt, die Landwirte haben ein Stück weit Mitsprache, auch was passiert mit ihren Daten. Es ist ja immer die Gefahr groß, wenn das dann irgendwo bei einem in der Wirtschaft angebracht, untergebracht wird. Was macht er damit? Und ich denke, hier muss man nach vorne gucken. Hier muss man Lösungen bereithalten. Hat sicherlich was damit zu tun, dass das auch einheitlich sein muss, damit es auch einheitlich umsetzbar ist. Ja, und man ist ja selbst erschrocken, selbst so wie ich als Präsident des Hessischen Bauernverbandes, wo man eigentlich ganz gut in so Themen drin ist. Sie sprachen Düngeverordnung an, da ist man selbst überfordert in vielen Bereichen, dass man sagt, wie kann das funktionieren, wie geht das? Das heißt, letztendlich muss ja der auf dem Schlepper sitzt, genau wissen, was auf der Fläche möglich ist und was nicht. Also das ist dann wieder so ganz praktisch nach unten. Und das kann man doch nicht von jedem verlangen. Also das muss dann digital irgendwie vorgegeben werden. Und da ist es wichtig, dass man das bündelt, dass man so bündelt, dass auch die Landwirte ein Stück weit Mitsprache haben. Und ich denke, da gibt es schon gute Ansätze, da muss man mal genau in Europa hingucken. Herr Migende, was halten Sie von dem Datenraum der Agrarwirtschaft zur Agrarwirtschaft? Ja, ein sehr positives Beispiel gibt es ja auf europäischer Ebene. Die Sentinel-Daten sind ja frei verfügbar. Und ich kenne viele Landwirte, die einfach Spaß dran haben und sich selber ihre sogenannten Applikationskarten daraus bauen. Allerdings sind natürlich die KI-Modelle, die man benötigt, um Prognosen zu rechnen. Also es interessiert ja nicht, was braucht die Pflanze jetzt gerade, sondern was braucht sie in den nächsten Tagen. Das ist dann schon komplexer, da brauchen sie gute Leute, da ist War of Talents und so weiter und so fort. Also ich meine, es sind ja sehr viele gute Sachen gesagt worden. Ich finde es absolut spitze, wenn ich höre, dass Genehmigungsverfahren für Mobilmasten, dass diese Infrastrukturthemen endlich mal angepackt werden. Super Geschichte. Dann, dass Software gefördert wird, ganz wichtiger Punkt und. Also ich denke, das Glas ist mittlerweile halb voll, ja, aber wir müssen auch den Mut haben, über die wirklichen Themen zu reden. Und ich vermisse in solchen Diskussionen häufig, vielleicht weil ich selber Agrarwissenschaftler bin, dass wir auch darüber reden, wie kann denn eine Digital Farming Industrie in Europa überhaupt erst entstehen? Ja, wir sehen das immer sehr stark aus der Blick des Landwirts oder so einer agrarpolitischen, ist auch eine wirtschaftspolitische Geschichte. Und auch ich als Staatsbürger und Steuerzahler, glaube ich, finde nicht gut, wenn die Digitalisierung der Landwirtschaft ausschließlich vom Steuerzahler gezahlt werden sollte, sondern es sollte schon privatwirtschaftliches Interesse da sein, in diese Bereiche zu investieren. Heißt zum Beispiel auch konkret, dass wir sehr genau eine Aufgabenteilung haben müssen. Ja, was ist die Aufgabe des Staates? Stichwort Online-Zugangsgesetz, ne, heißt es, glaube ich, korrekt. Da geht es um die verwaltungstechnischen Themen, da geht es aber nicht darum, dass zum Beispiel Behörden anfangen, teilflächenspezifische Düngung anzubieten. Ja, ist eine privatwirtschaftliche Aufgabe. Ja, die Konnektivitäten müssen stimmen. Aber das sind die Themen. Ja, also wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, wie können wir diese Digital Industry hier auch entwickeln. Und das ist ein europäisches Thema. Wie machen wir das klug? Wer macht was? Die Wirtschaft ist offen, was Datenschutzregulierung angeht, was genossenschaftliche Modelle angeht. Das ist nicht das Problem. Ja, das Problem ist im Moment überhaupt, ein Return on Investment zu sehen bei diesen Geschichten. Das ist der Punkt erstmal. Ja, solange springt dieser ganze Motor auch nicht an. Und wir haben gute Gesetze, wir haben die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland. Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe fallen in Deutschland darunter, gerade die, sage ich mal, schützenswerte Familienbetriebe. Das EU-Wettbewerbsrecht, das deutsche Wettbewerbsrecht, glaube ich, verhindert, dass dieser eine große entsteht. Das sind sehr vorausschauende. Und damit haben wir in der Wirtschaft auch keine Probleme. Ja. Aber wie gesagt, wir müssen uns zusammen an den Tisch setzen. Und das wurde ja mehrfach gesagt. Berufsstand, ganz wichtig. Freie Wirtschaft, Staat,
dass wir gucken, wie kriegen wir das hin. Und das ist für mich der europäische Weg, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, ja, sondern dass wir das zusammen machen. Das könnte auch unser Vorteil gegenüber den Amerikanern und so weiter sein. Wir müssen ja nicht kopieren, wie die es machen, sondern wir müssen hier unseren europäischen Weg finden. Und das wäre unser Ansatz. Also wir sind dazu bereit und würden gerne noch mehr machen. Also uns hat auch noch keiner angerufen, wie läuft das jetzt mit der Sicherstellung der Ernährungssicherheit. Wir sind von uns aus jetzt aufs Bundeslandwirtschaftsministerium am Freitag zugegangen, haben gesagt, wir haben in den letzten Jahren einen sehr, sehr coolen Algorithmus entwickelt. Wir können wöchentlich sagen, wie die Ernte in Ukraine sein wird, nämlich mit Sentinel-Daten und sehr klugen Algorithmenmodellen, und zwar sehr, sehr kleinräumig, ja, für Weizen, Gerste, Mais und Raps, genau. Sonnenblumen können wir noch nicht so gut, arbeiten wir aber dran. Also, und jetzt hoffen wir, und wir würden es gerne auch kostenlos zur Verfügung stellen. Das sind sehr, sehr komplexe, die kosten also fast einen sechsstelligen Betrag, wenn man das jetzt für die Ukraine regelmäßig rechnet. Aber das sind genau solche Ansätze, wie wir jetzt einfach mal in die Pötte kommen und wie wir denken, aus der digitalen Industrie auch ein Stück weit helfen können, dass wir eben nicht jetzt wieder in diesen Konflikt laufen, Ökologie gegen Ökonomie. Krisenmanagement ist richtig und wichtig, was jetzt auch passiert. Und Linz, was Sie auch gesagt haben, ist auch richtig. Man darf nicht nur 22 denken, man muss einfach auf jeden Fall schon mal 23 mit im Blick haben. Aber ich bin absolut optimistisch, nach wie vor Überzeugungstäter, dass die Digitalisierung ein Teil, wichtig, ein Teil sein kann, dass wir Farm to Fork doch hinkriegen. Jetzt hätten wir noch grundsätzlich etwas Zeit für Fragen. Die sind nicht vorhanden, dann würde ich einfach mal weitermachen. Weil ich habe noch sehr viele Fragen, da bin ich ja glücklich. Ja, also eigentlich würde ich dann gerade noch mal schnell eine Follow-up-Frage an Sie stellen. Und zwar, Sie hatten jetzt schon ein wenig die Anreizstrukturen genannt und auch, was Sie konkret sich vorstellen. Können Sie vielleicht noch zwei, drei weitere Aspekte nennen, wo Sie sagen, das ist definitiv auch von politischer Seite ein konkreter Ansatz, den man, oder ein konkreter Anreiz, der ja noch geliefert werden kann? Weil Sie hatten ja zum Beispiel, also so, vielleicht auch eine fehlende Wissenstransfer, dass es eigentlich vielleicht so Unternehmen gibt, die genau diese Daten liefern könnten. Das wäre jetzt so ein Aspekt, den ich vielleicht hätte rausgehört. Gibt es denn noch weitere Strukturen, wo Sie sagen, da kann auf jeden Fall auch der politische Entscheidungsträger nochmal ganz, ganz konkret Anreizstrukturen schaffen? Ich war heute schon so frech und habe so viel gefordert. Ich würde lieber mal hören, was hat denn vielleicht die Politik auch für Bitten an die Wirtschaft? Ja. Dann gebe ich doch gerade mal zurück. Ich habe die Bitte an die Wirtschaft, dass wir die digitale Transformation von hinten denken und gemeinsam umsetzen. Auch Walk the Talk heißt so schön. Ja, ja, genau. Und wie würde das konkret aussehen? Naja, wir haben es ja hier zum Beispiel gemacht. Wir haben geschrieben, wie Wirtschaft 4.0 aussehen soll. So, und diese digitale Transformation, der Innovationsmotor, digitale Wirtschaft, haben wir mit der Wirtschaft beraten. Wir haben gesagt, was sind unsere Ziele in 2030? Wo wollen wir da hin? Und dazu gehört beispielsweise das Thema Fachkräfte, ein wesentlicher Beitrag. Wir müssen hier Fachkräfte sozusagen Initiativen gemeinsam auf den Weg bringen. Dazu können wir die politischen Rahmenbedingungen mitsetzen. Dafür können wir auch investieren in einzelne Bildungsinstitutionen, aber auch Programme unterstützen. Aber das geht nicht ohne die Wirtschaft. Deswegen sage ich, dieses Thema digitale Transformation hat verschiedene Facetten. Das eine ist in Innovation und in gute Ideen, in Start-ups zu investieren. 4.0 heißt aber auch anders arbeiten, das Thema mobiles Arbeiten. Auch da müssen wir neue Modelle finden. Auch das muss Wirtschaft und Politik gemeinsam aushandeln. Und das dritte ist das ganz große Thema, es wurde vorhin hier schon gesagt, War of Talents. Wir brauchen gut ausgebildete Menschen, die hier in Europa bleiben und die hier die digitale Transformation weiterentwickeln. Da habe ich auch gerade hier eine Frage reingekriegt, die tatsächlich genau auf dieses Thema einspielt. Und zwar geht es hier um den Fachkräftemangel. Und das sehen wir ja natürlich gerade im digitalen Bereich, in sehr vielen Bereichen. Da ist ja nicht der Agrarsektor ist nicht der einzige Sektor, der tatsächlich da momentan händeringend nach entsprechenden Fachkräften sucht. Die Frage ist von Professor Auernhammer und er fragt sich, dass in Hessen sind viele Agrarlehrstühle oder in Deutschland allgemein viele Agrarlehrstühle natürlich in den vergangenen Jahren geschlossen worden.
was eigentlich da vielleicht auch von Seiten Politik getan werden kann und entsprechende Anreizstrukturen wieder zu schaffen, dass diese Lehrstühle einfach wieder Zugang finden, dass vielleicht auch dieser Studiengang wieder so an Attraktivität gewinnt, um die Fachkräfte tatsächlich der Zukunft auch sicherstellen zu können. Auch da wiederum Anreiz schaffe ich nur, indem ich sozusagen Reize setze, also positive Reize setze. So, und ich glaube, dass viele unter dem, was Landwirtschaft heißt, verstehen, ich müsste einen Stall aus. So ist es aber nicht. Dass man einen landwirtschaftlichen Betrieb heute wirklich nur dann bewirtschaften kann, wenn ich auch von IT viel verstehe, dass ich einen Traktor heute nicht mehr der Traktor ist, der erste, zweite Gang meistens nur hat, sondern dass das wirklich ein gesteuertes IT-Instrument ist, was sehr groß ist und was vielleicht auch Spaß macht zu bedienen, weil ich nämlich einerseits satellitenmäßig, GPS-mäßig wirklich mir meinen anschaue, wo stehe ich mit meinem Feld im Hessenland, im europäischen Vergleich, und andererseits auch dosieren kann, wie viel Pflanzenschutzmittel ich dort brauche. Das gilt es doch für uns gemeinsam wieder an attraktiven Zukunftsberufen zu entwickeln. Und die grünen Berufe haben verdammt viel mit Digitalisierung zu tun und viele haben Spaß an Digitalisierung. Und das deutlich zu machen, dass sich hier auch ein anderes Berufsbild der Zukunft anbietet, diesen Weg zu gehen, das können wir nur im Schulterschluss, ne? Herr Schmal, wenn der Carsten Schmal und ich uns mal auf seinen landwirtschaftlichen Hof stellen und dann ein paar einladen von den jungen Bauern und sagen, wie viel Digitalisierung hat für euch mit Landwirtschaft zu tun, dann würden fast 100% sagen, also ohne Digitales macht mir Landwirtschaft der Zukunft keinen Spaß mehr. Das ist auf jeden Fall sehr motivierend. Vielleicht möchte ich jetzt auch noch mal ein bisschen umsatteln und vielleicht noch mal in die Agrarwirtschaft gehen. Weil ich bin ehrlich gesagt nach wie vor sehr, sehr überrascht, was da tatsächlich schon an Entwicklungen sind. Weil ich würde tatsächlich auch dazu neigen, wahrscheinlich so noch dieses alte, ursprüngliche Bild auch vom Landwirt zu haben. Und deswegen fand ich das auch sehr gut, dass Herr Mingende auch gesagt hat, da ist ja noch was dahinter. Da gibt es ja noch einen ganzen Industriezweig dahinter, der ja auch noch mitwirkt. Herr Linz, wie sehen Sie denn das Problem der Fachkräfte im Agrarwirtschaft? Also im Endeffekt, ne, ist es, wie vorher schon beschrieben worden ist, es ist ja kein singuläres Problem für die Landwirtschaft, sondern ne, also ich kenne jetzt nicht die gesamte Situation in Hessen. Ich komme aus einer Region, die mit den schärfsten Fachkräftemangel, glaube ich, in ganz Europa hat, ne, mit kaum 2, noch mal was Arbeitslosigkeit. Und das selbst in der Hoch-Corona-Phase, ne, nur oder nicht stark steigend gewesen. Und so ähnlich, glaube ich, sieht die Situation auch in Hessen aus. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Ich glaube auch, dass wir in Teilen in der Politik immer noch die Debatte haben, ne, hilft uns Technologie, um den Transformationsprozess in der Landwirtschaft, auch in anderen Sektoren, aber jetzt bleiben wir mal bei der Landwirtschaft, hinzubringen, oder ist es gegen die Menschen, gegen das Tier und so weiter gerichtet? Zumindest erlebe ich diese Diskussion in Teilen auch im Europäischen Parlament, und ich glaube, diese Diskussion, die sollten wir schnellstens beenden. Ich glaube, der Herr Schmal hat das super beschrieben für seinen Mifi-Betrieb, also da habe ich auch ein bisschen Bezug dazu, weil ich auf einem selbigen auch aufgewachsen bin, und ich würde einfach mal sagen, was er an Tierkomfort bieten kann, an Tierwohl eben auch durch Technologie, das ist nicht vergleichbar, sage ich mal, zu der durchschnittlichen Situation, die wir vor 20, 30 Jahren auch im Bereich der Milchviehwirtschaft in Deutschland hatten. Und ich glaube aber, dass das noch nicht überall angekommen ist. Also dass vielleicht, wenn da heute ein paar mehr Kühe im Stall stehen, denen es aber im Schnitt besser gehen als den paar weniger sozusagen, die vielleicht vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren in den Ställen gestanden sind. Was benötigt denn dann die Politik von Seiten der Wirtschaft, damit vielleicht diese Bedenken genommen werden können? Also ich glaube, ich bin dagegen, dass man jetzt sagen, wir haben jetzt geliefert, ne, und jetzt liefert ihr mal sozusagen, jetzt seid ihr dran. Ne? Ich glaube einfach, dass wir
versuchen müssen, gemeinsam einen Weg zu finden. Die Interessenlagen sind natürlich oftmals höchst unterschiedlich. Ne? Wenn ich vorher das mal einfach in den Raum geworfen habe, ne? Wer die Daten hat, hat die Macht. Ne? Ich meine, da geht es natürlich schon um Entscheidungen, ne? Die im Endeffekt dann auch die Frage beantworten, ne? Wer hat ein gutes Geschäftsmodell und wer hat es nicht. Ne? Wenn ich vorher die Schnittstellen angesprochen habe, ne? Und dann sage auch gerade, ne? Das ist klar, ein typischer Familienbetrieb, der hat nicht nur Maschinen von einem Landmaschinen herstellen, sondern der muss die entsprechend verbinden und das muss unproblematisch gehen. Dann stehen dahinter natürlich auch Interessen, dass da manche sagen, ja, ich möchte eigentlich gern das Gesamtsystem anbieten, also du bestell bei mir alles sozusagen, dann läuft das alles. Aber genau das ist natürlich, dass wir den Wettbewerb auch erhalten. Ich glaube schon, dass das auch unser Ziel sei. Da muss auch die Wirtschaft dann entsprechend auch, denke ich mal, dann auch Signale geben. Ja. Vielleicht habe ich dann noch mal eine ganz kurze Follow-up noch mal dazu, weil mich interessiert jetzt tatsächlich, Sie haben ja gesagt, es gibt, wie gesagt, die Bedenkenträger. Wären Beispiele zum Beispiel hilfreich, wie Herr Schmeisi hier gerade in der Diskussion geliefert hat, um vielleicht da den einzelnen Bedenken zu klären, dass die Technologie ja nicht nur eine, ich sag mal, diese typische Roboter quasi Fantasien anregt, wo die Welt uns quasi einnimmt, sondern dass Technologie tatsächlich einen Nutzen hat und Value schaffen wird. Wäre das hilfreich, um einfach die Anwendung dieser Technologien, die Akzeptanz dafür zu vergrößern? Ja, ich glaube, und das tun ja die Bäuerinnen und Bauern auch in Deutschland und auch in ganz Europa sehr stark. Man merkt natürlich immer mehr, ja, dass die Menschen natürlich von Landwirtschaft immer weniger Ahnung haben, aber so teilweise in den letzten Jahren immer mehr mitreden wollen. Also lange Zeit wussten wir haben 80 Millionen Bundestrainer und dann in den letzten Jahren hat man so den Eindruck, wir haben plötzlich 80 Millionen Bäuerinnen und Bauern, die genau wissen, wie viel Pflanzenschutz der Landwirt einzusetzen hat, wie viel Dünger er einzusetzen hat und wie das sozusagen dann auch mit der Nachbarschaft in Einklang zu bringen ist. Also das, was die Landwirte tun, die Höfe zu öffnen, die Menschen einzuladen, zu zeigen, wie es tatsächlich geht und wie der Alltag stattfindet und wie eben auch Technologie hilft, um zum Beispiel Tierwohl herzustellen, wie Technologie hilft, weniger Pflanzenschutz Einsatz zu ermöglichen, aber trotzdem die entsprechenden Erträge zu sichern. Also ich glaube, das ist gerade in der aktuellen Krise ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn der Herr Migetti sagt, er ruft beim BML an und würde mal gerne über Ernährungssicherheit sprechen, dann glaube ich spätestens heute Nachmittag, als der ukrainische Landwirtschaftsminister bei mir im Ausschuss war und mal die Lage dargestellt hat, dass ein Teil seines Landes eben, dass da nicht mehr gesät wird, dass kein Saatgut vorhanden ist, dass kein Sprit mehr vorhanden ist und dass wir teilweise, zumindest in der Europäischen Union, jetzt diese Erträge versuchen müssen, in diesem Jahr zu generieren und auch im nächsten Jahr nach meinem Dafürhalten, dass wir das teilweise übernehmen müssen, dann glaube ich eben schon, dass wir da eine Aufgabe haben und dass vielleicht auch da eben mit Technologie, mit der Digitalisierung manche Begriffe, die vielleicht manche verschmäht haben, seit der nachhaltigen Intensivierung, dass die wieder zurückkommen werden in die politische Debatte. Mr. Antunes, how can the European Commission help to reach that goal, to reduce maybe the fear of these kind of technologies? How can they share maybe these kind of best practices throughout Europe? Not sure I have the answer, but what I can tell is that it's definitely something that for us it's also important to address, and I've actually, from the beginning, noticed this in at the start of my intervention. It's something that we feel it's important to address, and it's something that we are trying to address. As part of the common agriculture policy, we are putting in place these advisory services where farmers can access what is some of the knowledge that is out there, that is in terms of new technologies also. So this is something that it's there as an opportunity for farmers. We are also developing the agricultural knowledge and innovation systems, which is also another hook that can help us in this interventions and how we might
can make sure that at least farmers are more knowledgeable and they understand what are the opportunities that are out there. We are also very specifically developing this new tool on use of nutrients, which will be something very straightforward and easy to use on the part of farmers, because it is an important part of what they need to be doing. So this is also another part that we are working on. And we haven't touched upon it, but I think it's also important that there is also sort of more broad ongoing debate and work that we are undertaking, which is about research and innovation at large in these areas. Also, as part of our programs and the Horizon Europe there will be an important tool, we are also working with industry, but also farmers, on how can we generate more and better knowledge that will help all of us. And we are spending, or at least financing, quite a lot of instruments and projects that will help us in this regard. And I think by having these sort of different hooks in place, sort of the broad research aspects and what are important things to consider, the second part, which is sort of a development of very straightforward and hands-on tools, and finally, this opportunity that will be dealt there for kind of a technical assistance for farmers, I guess it will, to a large extent, help us move on in terms of this agenda. But it shouldn't also just be only for the Commission. Part of this will also be for industry, and it's something that we need to have a bit of discussion on how industry themselves can help farmers be part of this agenda in terms of how they develop their products, and also by, I guess, listening to what are the needs of the farmers in the first place. Because sometimes there is the tendency for us to very brilliantly think about a problem and find a solution. But in this case, we need to understand what are the problems and then go and talk to the farmers. How do they perceive this problem before we actually start developing what are some of these solutions in terms of technologies, be it services also, or any other things that we might want to develop. And I must say also, I think there is also a role for industry to help in terms of developing the skills of farmers by offering this also maybe as part of a package of products when they sell a product. It's also, I think, important for this agenda. Ja, mit Blick auf die Zeit sind wir auch jetzt leider schon zum Ende gekommen. Es gibt noch sehr viele spannende Fragen, die, glaube ich, noch in der Zukunft beantwortet werden müssen. Wir hatten jetzt in den letzten anderthalb Stunden Zeit, schon mal die einzelnen Facetten zumindest anzustreichen. Wir haben gelernt, dass tatsächlich digitale Technologie an sich nicht ausschlaggebend sein kann, sondern dass auch immer der Mensch mitgedacht werden soll, dass alle Parteien tatsächlich ins Boot geholt werden müssen und dass natürlich die entsprechende Infrastruktur auch vorhanden sein muss, um genau die Potenziale auszuschöpfen, die da noch vorhanden sind. Es war ein sehr dynamisches Panel. Ich glaube, ich hätte tatsächlich noch eine weitere halbe Stunde diskutieren können. Da sind noch ein paar spannende Fragen offen geblieben. Vielen Dank an Sie, Frau Staatsministerin, dass Sie heute hier waren und mit uns diskutiert haben. Aber auch natürlich an Sie, Herr Antunes, an Sie, Herr Europaabgeordneter Linz und natürlich auch an Sie, Herr Schmal und Herr McGinnis, dass Sie heute hier waren und uns diese spannenden Einblicke gegeben haben. Jetzt sind wir, wie ich gesagt habe, schon am Ende und das gibt uns noch die perfekte Gelegenheit, Frau Staatsministerin, noch mal abschließend das Wort zu übergeben, denn sie hat hier das Schlusswort und damit würde ich Ihnen das Podium überlassen. Auch ganz kurz. Erstens mal möchte ich mich bei allen Mitdiskutanten und auch bei Ihnen als Moderation bedanken. Bei Ihnen, die hier zugehört haben, vielleicht auch Fragen gestellt haben, aber zumindest eine, wie ich fand, spannende Diskussion verfolgt haben. Und es sind, wie sagt man so schön, drei Take-Home-Messages, die für mich zum Schluss hier auch für alle nochmal nachdenkenswert und verfolgenswert sind. Das eine ist das Thema Konnektivität. Konnektivität im Sinne von Datenkonnektivität, aber auch Konnektivität im Sinne von der digitalen Infrastruktur. Das brauchen wir für die Agrarwirtschaft, die digitale Agrarwirtschaft der Zukunft.
Das zweite sind New Business Models. Was heißt das? Wir müssen unseren eigenen europäischen Weg gehen, um eine digitale Agrarwirtschaft zu ermöglichen. Und die muss Innovation ermöglichen und gleichzeitig Nachhaltigkeit mitdenken. Das Nachhaltigkeitsdreieck heißt Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und genau das brauchen wir in einer europäischen digitalen Agrarwirtschaft der Zukunft. Und da gilt es nicht, in diesen New Business Models jemanden oder ein anderes Land zu imitieren. Nein, wir brauchen die europäische Unabhängigkeit. Wir müssen unseren Weg finden. Und den finden wir, wenn wir die Menschen mitnehmen. Einerseits, indem wir schauen, was braucht der Mensch vom Farm to Fork, um zu verstehen, wie die digitale Landwirtschaft der Zukunft aussieht. Und andererseits, um sie vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zu motivieren, auch wirklich Fachkraft in der Landwirtschaft oder in der Lebensmittelindustrie oder auch in den großen IT- und Pharmaunternehmen werden zu wollen. Das brauchen wir. Konnektivität, New Business Models and all about people. And we need to find our European way. And therefore, I'm happy that we have had the Digital Agriculture Roundtable today here in the heart of Europe in Brussels. And thank you very much that you have been our guests. Ja, vielen lieben Dank nochmal an Sie, Frau Staatsministerin, für diese wirklich schönen Schlussworte und auch für die kleine Hausaufgabe, die wir mitbekommen haben mit Ihren Key Learnings, dass wir das auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, was die Zukunft da tatsächlich noch für uns zu bringen hat. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch nochmal die Gelegenheit ergreifen und auf die kommenden Veranstaltungen hier in der Hessischen Landesvertretung hinweisen. Und zwar haben wir morgen am 23.03. um 13 Uhr eine spannende Veranstaltung zu den EU-Sorgfaltspflichten für globale Lieferketten. Chancen und Risiken für Unternehmen. Da ist wahrscheinlich auch die Agrarwirtschaft ebenfalls ab und zu mal ein bisschen betroffen. Das bleibt also auch spannend. Und dann haben wir noch am 28.03. eine Veranstaltung zu Europa nach den Wahlen. Malta hat gewählt. Bleiben Sie also der Hessischen Landesvertretung gewogen. Und damit würde ich sagen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und hoffentlich bis bald.